Hallo. Jetzt wollte ich gerade meine Ankündigung machen. Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen. Sie ist so erschreckt gerade in der Sekunde. Herzlich willkommen zu diesem Sonderstream heute an diesem schönen Donnerstagabend. Und willkommen alle, die schon da sind. Und Dankeschön, King, für dein Abo. Und 2 Monate. Vielen lieben Dank für die Unterstützung auf jeden Fall. Und hallöchen an Heshi, der schon total hype ist. Natürlich King, der schon vor Spannung es nicht aushalten kann. Und hallöchen Lea, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt keinen Husten. Ich hoffe, ihr seid bereit, weil heute stehen wieder knackige Rätsel und interessante Koop-Konstellationen vor uns sozusagen. Werde ich es schaffen, Evo zu erklären, was ich meine? Wird er verstehen, was ich versuche, ihm zu erklären? Oder werden wir absolut scheitern? Mehr werden wir dann gleich erleben in We Were Here Together. Wir haben ja bereits letzte Woche, glaube ich, letzte Woche war das? Die beiden Vorgänger gespielt, We Were Here und We Were Here Too. Die wir zwar super durchgeschafft haben, allerdings haben wir nicht wirklich 100% geschafft. Weil irgendjemand von uns musste halt zurückbleiben. Beim ersten Durchgang ist Evo durchgekommen und ich bin zurückgeblieben. Und beim zweiten Durchgang bin ich dann am Ende durchgegangen und er zurückgeblieben. Wenn man alles theoretisch richtig macht, kann man es auch schaffen, dass beide gleichzeitig rauskommen. Keine Ahnung, ob wir das heute schaffen. Ich möchte einfach nur durchkommen. Das ist mein Ziel. Gut. Ja. Ich hoffe, ihr habt keinen Husten. Meanwhile, klein Heshi voll am Verrecken. Oh weh, bitte nicht verrecken. Nein, ich weiß nicht. Evo hat nur so einen spontanen Reizhusten, der aus dem Nichts kommt. Und ich rechne, es ist Gott sei Dank schon sehr viel besser. Ich weiß nicht, ob ihr das gestern am Abend gehört habt im Hintergrund im Stream. keine Ahnung, wie das durchkommt. Aber ich habe mich jetzt so erschreckt, weil in dem Moment, ich wollte gerade anfangen. Hall, und in dem Moment fängt er an zu husten. Und naja, gut, es ist wie es ist. Aber ich hoffe, es geht euch allen gut. Ansonsten, und ich hoffe, Heshi wird nicht verrecken. Ihm wird es auch bald wieder gut gehen. Evo wird es bald wieder gut gehen. Und ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich werde jetzt mal schauen, ob ich Evo schon mal im Discord hören kann. Halli, hallo, hallöchen. Sind Sie an der Leitung? In der Leitung? Hört man schon was? Okay, Evo sagt nichts, dann kann man nichts hören. Nee, bin wieder gesund und habe keine Mageninfektion mehr. Das höre ich gerne. Das freut mich sehr. Evo geht jetzt auch online. Also wenn ihr möchtet, oben ist eh der Link. Ich poste das auch gerne nochmal. Falls ihr beide Blickwinkel sehen möchtet, ihr bitte einfach auf den Link klicken und dann seht ihr Evo. Und bitte auch gleich ein Follow dalassen. Und ich hoffe, mein Internet hält heute durch. Bis jetzt ist alles super gut. Dann drücke ich dir die Daumen, Heshi. Ich hoffe, sie haben es jetzt gerichtet, was auch immer da war. Yes. Gut. Ich hänge hier noch im Anfangs-Screen herum. Gar nicht. Wir warten einfach mal ab. Zack. So, was habe ich denn da gepostet? Habe ich schon überall? Zack. So, Kira hört man jetzt auch. Ah, ich höre ein Heshi. Ein Evo. Ich bin auch schon ganz gaga. Hallöchen. Willkommen, willkommen. Ich hoffe ihr... Ich wollte eigentlich fragen, Heshi, hörst du Evo im Stream? Aber wahrscheinlich ja. So, ich mache gerade die letzten Vorbereitungen und dann können wir direkt loslegen. Ich sehe. Die große Frage ist, werden wir heute entkommen? Gemeinsam. Oder wird einer von uns wieder zurückgelassen? Fragen über Fragen. Eine gute Frage. Werden wir eine Antwort finden? Keine Ahnung. Ich habe gerade unsere Memes im Discord gesehen und muss schon wieder anfangen zu lachen. Ich kann nicht anders. Ich habe gerade welche noch gepostet. Ich kann nicht mehr. Das ist einfach zu gut.
Da. Kurz anpinnen. Pin. Long, long man als Sound. Hm, das ist gar nicht mal so schlecht. Was? Das ist eine... Heschi wünscht sich Long Long Man als Sound. Das ist gut. Spielen. So, privat. Starten. Oh, das hat mehrere Kapitel, das Spiel. Okay, dann schauen wir mal, wie viel wir heute schaffen. Ich hab dich eingeladen. Du hast mich eingeladen. Da ist was da unten erschienen. Oder auch nicht. Es ist erschienen, ich habe draufgeklickt, es ist nichts passiert. So, da. Spiel starten, ja. Gut. Einladung angenommen. Ah! Spiel wird beigetreten. Möchtest du dem Raum deines Freundes beitreten? Ja. Okay, dann kann ich mich kleiner machen, damit wir was sehen. So. Zack. Und das sollte ich auch noch machen. Bist du rechts oder links? Ja, ich weiß nicht. Ich bin derweil links, aber schauen wir mal, wie das aussieht. Gut, dann gehe ich wieder nach rechts. So, Evolvers Room. Ich bin da. Warte auf anderen Spieler. Erstes Kapitel, das Signal. Okay. Diesmal gibt es nichts zum Auswählen, wer ist. Okay, ich bin einfach Nummer 2. Ja, das macht mir Sorgen. Hilfe. So, Wassermarsch, Prost. Miwau, bin wieder beim Evo. Okay, viel Spaß bei Evo. Und danke fürs Vorbeischauen, Tobi. Viel Spaß. Kannst du dann ja meine Seite... Im Wort dann anschauen. Genau. Checkpoint wird geladen. Für alle, die dabei sind. So, und was ich noch sagen wollte, vielen Dank für dein Abo, Heschi. 10 Monate. Let's go. Whee! Oh, es geht los. Forklift Simulator, Agia. 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 Okay. Flashbacks. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Wache in irgendeinem Raum auf? Ja, ich auch. Ah, okay. Ups. Hochbett? So. Ja, ich auch. Ich bin auch in ein Hochbett gestartet. Ah, okay. So. Wollen wir einmal wieder den Ingame-Dingsbums ausprobieren, ob er funktioniert? Bis jetzt haben wir ihn kein einziges Mal zum Laufen gebracht. Test, Test. Hier Kira, Test. Test, Test. Hier Kira, Test. Warte mal, ich geh mal ganz kurz aus dem Voice Channel raus und dann will ich höre dich so oder so, ne? Hier spricht Kira, over. Ich höre dich leider überhaupt nicht. Es funktioniert fantastisch. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, das ist furchtbar. Okay, lassen wir das. Warte mal. Aber wenn meine Hand links ist, vielleicht gehe ich dann nach rechts. Ja, es ist wurscht. Da kann man nichts machen. Gut, öffnen. Ich gehe mal raus aus dem Zimmer. So. Ich kann auch öffnen. Luke auf. Tür ist offen. Ich sehe dich. Oh. Winke deinem Partner. X. Siehst du etwas Wichtiges? Zeig drauf. Z. Boah, pff, ist ja am Ende der Welt. Point. Heschi Point. Mülleimer. Was Wichtiges. Was Bier? Oder was ist das Wein? Auf dich habe ich gezeigt. So, okay. Das ist ja lustig. Okay, halt. Who changed the radio signal? I can't find my favorite channel anymore. Aha. Was? 4.11? Helft uns. Da, jemand. Störgeräusche. Können nicht zurück. Unsere Koordinaten 47. 45. 9 Richtung Echo. Müssen wir uns das merken? Beta 4. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Sogar Weihnachten hier gerade. He didn't leave any of the... Valves outside. I'm done defrosting them anytime I need to use one. Thank you. Please take note of the sticky notes. Okay.
Fisch. Fisch ist wichtig. Herd. Der Abwasch ist nicht gemacht. Super. Ja? So, ich geh mal zum Funkgerät. Die funken da schon die ganze Zeit. Irgendwie höre ich dich jetzt doppelt. So, sonst noch doppelt. Wahrscheinlich wird er nebeneinander stehen. Ah, okay. Das kann sein. Das kann sein, ja. Da kann man den Weihnachtsbaum einschalten oder auch nicht. Geht nicht. Wein. Das ist aber gemütlich. Müssen wir hier wirklich weg? Ja. Nur weil irgendjemand Hilfe braucht? Hey! Schau mal, was ich gefunden habe. Schau mal, was ich gefunden habe. Das hat ein fünfeckiges Ding. Okay, das ist so. Ich muss irgendwas finden, wo ein fünfeckiges. Das ist quadratisch. Also ich habe auch was fünfeckiges. Oder dreieckig ist das? Vielleicht dreieckig. Ja. Fangt schon gut an. Wir sind gefangen hier. Hilfe. Probier das einfach mal dran zu bampfen, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Macht da nix. Auch nichts. Was hast du da? Ja, ich habe so ein Drehdingsel. Und da ist eine fünfeckige Mutter, aber ein dreieckiger Slot. Dingsel so. Drücken. Weil ich etwas, was fünfeckig ist. Na, da ist nicht, da ist so ein viereckiger Slot innen. Und der andere ist so rechteckig. Somebody help us, Taskete, Swadogu. Oh no. Frage ist, was kurbel ich damit? Nix ist zum Kurbeln. Das ist der einzige Hinweis, den wir da mal haben. Ja, ich habe ein Dingsbums mit einem fünfeckigen Ding. Das kann ich nur nirgends einsetzen. Ein Ding, was ist ein Dingsbums? Ich schau einfach in meine Hände. Weiß ich nicht, da sehe ich nur dein Funkgerät. In deiner anderen Hand hast du nix. Bei mir. Okay. Ja, ich sehe auch nur dein Funkgerät, nämlich. Und nicht, was du in der Hand hast. Aber ich habe so ein Drehrad. Ja, mit ich einer auch. Fünfeckigen Mutter unten. Und was ist da drüber? Und wo steckt. Ein Plus. Ein Plus? Interessant. Ich muss das natürlich irgendwo dran packen, aber ich kann es halt nicht dran packen, weil es nirgends dran passt. Ja, mir geht's ähnlich. Schauen wir mal, ob wir sonst noch irgendwas finden. Ich finde den Schlitten da toll, wo die Pfannen dranhängen, aber das hilft uns nicht weiter. Ah. Konzentration auf das Wichtige jetzt, lieber. Gibt's da irgendwas? Okay, interagieren ist E. So, jetzt habe ich zwei. Zwei? Zwei Zahnräder. Kann man die da abmachen? Nein. Wo ist denn das viereckig? Viereckig. Ich hab was gefunden. Ah. So. Da war noch eins, nämlich das hab ich gerade gefunden. Okay. Ah. Werkbank. Brumm 2. Da kann man einsteigen. Öffnen. Okay, da kann man rausgehen. So, ich habe jetzt noch eins mit am Plus auf jeden Fall. Minus 8, minus 4, minus 4. Hast du sonst noch irgendwas zum Auf jetzt im Inventory? Ich habe jetzt noch das eine Drehrad. Welche Farbe hat das? Grün. Grün. Grün Dreieck. Okay. Wir haben hier nämlich. Das ist nämlich Color Code. Ah, okay. Auch. Weil das eine war auch Gold, wo ich jetzt was eingesetzt habe. Okay. Aber das ist ja auch Gold.
Das ist Silber. Gold war wirklich Gold. Ah, okay, gut. Also meins ist grün, was ich in der Hand habe. Verwirrend. Halt, warte mal, da liegt noch eins. Ich habe noch eins gefunden. Ich habe ein Karo-Dings gefunden, ein goldenes. Karo, das passt da? Nein, das ist ein Rechteck. Ich habe ein goldenes Karo gefunden. Also ich habe jetzt ein grünes Dreieck und ein goldenes Karo. Okay. Okay, da muss man sehr genau schauen. Die können überall versteckt sein. Das grüne Dreieck habe ich gefunden, das ist draußen. Sehr gut, dann komme ich zu dir. Einfach links und dann nochmal links. Ah, warte. Wenn du rausgehst. Warte mal, jetzt bin ich total verwirrt. Da lang. Hm? Na da. Wie kann man die auswählen, dass man ein anderes nimmt? Mit dem Mauskart. Ah, okay, habe ich instinktiv gemacht. Perfekt. So, zack. Jetzt können wir damit Brumm rausfahren. Gut. Aber ich habe jetzt noch ein Plus und da hinten ist bei der Tür auch noch was zum Aufmachen. Ah, wie konnte man nochmal rennen? Ah, so. Okay, lila. Ich habe eine goldene Raute. Oder so. So, schauen wir mal ums Haus rundherum. Passt. Brumm. Jetzt hier noch weiter. Schau ich die Lichterketten an da. Voll weihnachtlich, das passt voll gut. Hui. Wir führen keine Exposition zu Fuß durch. So. Was soll das? Zugefroren? Zugefroren? Halt, ich hab das Karo gefunden. Zack. Einmal hinten ums Haus gehen, am Pier vorbei. Ich sehe hier. Hui, da geht's runter. Okay. Ja, dann runter mit uns. Runter mit uns. Okay, das ist ein Sicherungskasten oder sowas in der Art. Noch ein Schalter. B8. Ah, wartet mal. Das ist M4. B8. V8. M4. A2. Die haben doch oben da bei Funk was durchgesagt. M4. Ja, aber das waren Koordinaten. Ich... Naja, aber das waren genau diese hier. Glaubst du? Ja. Fish Peaches. Kürbis gibt's auch. Und Pastinaken. N4. Oh, was war das? A2? B8 leuchtet. Ah, die haben alle unterschiedliche Farben auch. Grün, rot, blau, gelb. Warte mal. Da läuft ein Countdown runter. A2. Hinter dir ist A2. Ah, muss länger halten. Ah, okay. So. V8. A2 wieder. So. Dann V8. So, V8 habe ich... Warte mal, ich muss V8 halten und dann kannst du weitergehen wahrscheinlich. Okay. So, was ist jetzt dran? A2. Wenn du es hochgibst? Ich gebe es wieder hoch. Vier. Ah, warte mal. Jetzt? Ah, jetzt ist es reingegangen. Jetzt ist es bei mir aktiviert. Jetzt ist M4. Dann musst du zur M4 jetzt gehen. N4? Nein, ich muss das Grüne finden. M4. So, ich habe M4. Mm-mm, das ist das Falsche. Steht M4 und es ist grün. Nee, das ist das Falsche. Du musst ein anderes nehmen. Es muss blau sein. Da steht M4. Ja, aber nicht grün. Es gibt mehrere N4. Ich habe vor, es gibt auch zwei F8, hat es gegeben. Okay. Ich dachte, weil es grün leuchtet. Jetzt ist es weg. Ah, okay. Gut. M4. Soll ich jetzt loslassen oder festhalten? Nein, du musst festhalten, bis ich okay. Meins gedrückt habe. Gut. Kompliziert. Wer baut denn solche Vorrichtungen, oder?
B8, V8. Okay, jetzt reingegangen. So, dann kannst du wieder suchen gehen. So. 88? B8. Ah, okay. Pff. Dirt. Entschuldigung. Schon gut. Gut, meins ist weg. Ich gehe zum nächsten. Ich N4. Wieder. N4. N4. Oh mein Gott. N4. Nein, das ist das Falsche. Manchmal bin ich nicht mit so viel Hirn gesegnet. N4, B8, F8. M4, N4. So, hast es drin. Gut, du bist dran. So, jetzt muss ich das andere B8 machen. Okay, da bist du. V8, B8. Ah. V8. Passt. Gut. N4. Gut. War das richtig? Ja. Okay. Ich habe auch ein N4. Ein Sternchen. Ist es ein Stern, du, oder ein Stami? Die Lichterketten leuchten. Sehr gut. Sehr gut. Das war eine Extra-Quest. Ich habe keine Ahnung. Jetzt gibt's erstmal Champagner auf dem Hauserdach. Ich glaube, das war ein Mini-Weihnachts-Special. Merry Christmas and a Happy New Year. Das ist aber süß. Ich glaube, das war definitiv ein Extra, was wir gerade gemacht haben. Ist trotzdem lieb. Hoppla. Oh, wir sind betrunken. Ich merke gerade. Oh mein Gott, das ist wie in... Das ist ja noch schlimmer als in... Ich kann nicht gehen. Ja, du musst nur in die entgegengesetzte Richtung drücken. Okay, da braucht das, das Plus, gell? Alles weg. Ist... Da kommt das Plus rein. Gratulation. Okay. Ah, da müssen wir die... Ist so... Muss die Frequenzen matchen wahrscheinlich. Da matcht nicht so richtig, würde ich sagen. So, dazwischen ist immer weg, das ist ja das Problem. Ja. Also brauchen wir. Das erste ist zu groß. Mhm. Das zweite ist klein. Also ist entweder 65 könnte es sein. Mhm. 104 ist es. Okay. Rein theoretisch. Okay. Weil. Ich müssen wir erstmal was anderes finden, um das machen zu können. Ja. Gut. Mit Lichterkette. Ui, aber wahrscheinlich, wenn wir runtergehen, werden wir vielleicht das mehr hören. Weil das ist ja die Antenne, die wir einstellen. Ups. So. Sonst war da hinten wahrscheinlich eh nichts mehr. Denke ich mal. Ugh. Ah, warte mal. Hm? Ich kann, hier unten kann man bei dem Funkgerät kann man jetzt die Frequenz auch ändern und anpassen. Ah, okay. Willst du unten beim Funkgerät bleiben? Dann gehe ich nach oben wieder. Das war da, gell? Ja. Beta 4. 4L. Da kannst du mit den Pfeilen was umstellen, auf jeden Fall. Okay. Drücken. Ah, okay. Ah. So. Ich nehme mal die erste Frequenz. Da, du musst die Wellen mehr ausschlagen lassen, auf jeden Fall. Okay. Nein, nicht kürzer machen, sondern breiter und größer dafür. Ja, so, so. Noch ein bisschen. Ein ganz klein wenig noch.
Und ein bisschen breiter. Ja. Das passt jetzt theoretisch. Jetzt sind wir auf der einen, auf der ersten Frequenz. Okay, und? Ich habe keine Ahnung. Kannst du jetzt irgendwas da unten noch machen? Nicht auf den Pfeilen, sondern einen Knopf daneben oder irgend sowas in der Richtung. Schau gerade, aber es sieht nicht so aus. Hören tue ich nichts mehr. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich die richtige Frequenz finden. Wahrscheinlich. Dann sag mal das nächste an. So, probieren wir es mal mit ganz, ganz klein und ganz schnell. So, geht schon. Kleiner machen. Nein, das war zu klein. Ein bisschen größer. Das ist richtig und ein bisschen schmaler. Ja, jetzt sind wir richtig theoretisch, aber das wird es auch nicht sein. Du hörst wieder gar nichts. Ich höre gar nichts. Oder? Warte mal. Da jemand? So, ich schalte mal auf die nächste Frequenz um, okay? Okay. Hast du jetzt was? Störgeräusche können nicht zurück. Und hier? Was? Du musst mal sagen. Warte mal ganz kurz, er hat gerade was gesagt, aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich habe auch gerade weggeschaut. Aber ich höre nicht wirklich was. Hörst du gar nichts jetzt im Moment. Ich schalte jetzt nämlich die Frequenzen durch und du sagst mir, bei welcher Frequenz du was hörst. Okay. Jetzt kommt wieder das mit den Koordinaten 47, 45, 9 Richtung Echo. Okay, also Beta da hören 4. wir was. Ja. Okay, dann probieren wir es mal mit dem. Okay. Okay. Das Problem ist, das ist genau die Frequenz, wo man nichts sieht. Warte mal. Okay. Aha. Gesundheit. Danke. So, ich didakte mal die Frequenz zwischen den beiden, wird wahrscheinlich so. Wir brauchen auf jeden Fall was größer, nochmal größer, eins noch größer. Schneller. Hörst du mehr oder weniger oder irgendwas? Noch immer das gleiche. 47, danke. 45, 9 Richtung Echo, Beta 4, 411. Helft uns. Ja. Verwirrend, oder? Ja, wollen wir mal Platz tauschen und ich schau mal das unten an? Ja. Vielleicht habe ich eine. So, warte mal, wo war der Ausgang? Du und deine Orientierung rechts. Ja. Da. Zack. Ah nein, noch einen weiter. Sorry. Aber ich nehme mal eher an, dass es, wenn, dann eine der bunten Dinger sein muss. So. Ich schalte mal durch. Nach rechts. Jetzt sind wir auf lila. Das passt prinzipiell, glaube ich, von der Geschwindigkeit. Es muss nur ein bisschen kleiner. Das heißt, müsste den Pfeil nach unten drücken. Oder magst du eine andere Farbe erst probieren? Welche hast denn du durchprobiert?
Wir haben Rot gehabt. Ja. Und das Hellblau, das erste. Okay. Jetzt bin ich so auf Magenta-Lila grad. Okay, probieren wir das mal. Okay. Mach mal kleiner. Noch ein kleiner. Ja, jetzt müsste es stimmen. Merkst du irgendwas? Nein. Okay, gut. Warte mal. Hellblau hast du gesagt, hast du probiert. Rot hast du probiert. Und das Dunkelblau gibt's noch. Probier mal Dunkelblau. Das ist ganz hoch. Noch weiter? Noch einen? Genau. Und schneller? Warte. Noch einen? Noch einen? Na, ich glaube, es passt. Jetzt müsste es passen, ja. Jetzt ist bei mir auch blau. Sehr gut. Okay. Okay. Wir haben jetzt Musik hier. Warte, ich komme mal runter. Wir haben jetzt einfach nur Musik hier. Ich glaube, das ist falsch. Okay. Ja, wie gesagt, Lila haben wir vorhin probiert. Und dann gibt es nur Hell. Nochmal die anderen. Sollen wir die anderen nochmal machen? Ja. Aber das hat jetzt funktioniert. Okay. So. Einen höher. Ich glaube sogar noch einen höher. Ja, und jetzt ganz weit auseinander. Weiter? Ja, hat wieder funktioniert. Wir haben jetzt eine andere Musik. Aber wenn es funktioniert, kriege ich ein anderes Display kurzfristig. Weißt du, was ich mache? Ich werde den Sprachchat abdrehen. Ja. Den Sound. Ist eine gute Idee. So. Gut. Das ist jetzt hellblau gewesen. Ja. Was ist jetzt gekommen? Wieder Musik. Aber ich habe jetzt bei mir die blaue Welle auch eingezeichnet. Also ich glaube, wir müssen einfach die Farben durchgehen einmal. Okay, passt. Gut. Dann mache ich weiter. Dann mache ich jetzt rot. Das war ganz klein und ganz schnell. Also genau, wenn es richtig ist. Es muss auf jeden Fall noch kleiner. Ich glaube, 2 oder 3 kleiner. Nein, das passt von der Höhe und jetzt nur noch schneller. Ja. Jetzt müsste es sein, oder? Jetzt habe ich rot, ja. Perfekt. Wieder Musik? Das heißt, uns fehlt nur noch... Du hast jetzt dunkelblau, hellblau und rot, gell? Ja. Das heißt, uns fehlt nur noch lila. Okay. Mach mal größer, circa einen noch, genau. Nein, einen wieder kleiner. Perfekt. Und jetzt ein bisschen weiter auseinander. Weiter. Jetzt haben wir es. Perfekt. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir auch mehr Artuxer. Oh nein, ich weiß. Ich weiß, was sich Heshi und die anderen denken, wenn sie Beta und sowas hören. Oder? Ja. Ui. Gut. So. Hat sich jetzt irgendjemand die Koordinaten gemerkt? Der sagt die ganze Zeit durch. Okay. So, wir brauchen eine. Ich nehme mal stark an, da wird es eine Karte oder irgendwas jetzt geben, irgendwo. Ah, Brumm steht für Border Recon Utility Motor. Das Brumm. Delta, genau das. Was ist das hier? Einfach mal irgendwas ziehen. Passiert nicht wirklich was, wenn man da was umstellt? -8, -4, -4. Okay.
Haben wir irgendwo eine Karte oder irgendwas in der Richtung? Das ist nämlich ein großes Thema. Aber es macht irgendein Geräusch, oder? Hört ihr das? Wir müssen zuerst das Ziel finden. Ah, das sind die Koordinaten. Ja, genau. Okay, gut. Warte mal. Aber ich weiß nicht, wo man die Koordinaten eintippt. Das ist ja das. Das ist das, was warte, ich warte, versuche. Warte, warte, warte. Okay. Spülmaschinen-Sound, das trifft es gut. 753, Beta 754, Delta 195. Ja, ich glaube, wir haben noch eine zu Tür und ich glaube, an die müssen wir rein. Hm, okay. Das heißt, wir müssen irgendwo noch so ein Drehrad finden. Genau das. Okay, lass uns mal schauen. Ich glaube nämlich, da drinnen ist das, wo wir hin müssen. Und dann können wir das machen und dann können wir nachher ins Brummen rein. Wahrscheinlich. Das heißt, wir suchen jetzt eigentlich gerade den letzten Redingsel. Ich schau mal draußen. Hier, immerhin leuchtet jetzt auch unser Weihnachtsbaum. Mhm. Ich schau nochmal drinnen alles ab. Kühlschrank. Okay. Kann man nichts machen. Da ist ja noch dieser Pier, den haben wir uns noch nicht angeschaut. Naja, ich bin da schon lang gegangen, aber da war halt nicht wirklich was. Im Ab. In der Spüle ist auch nichts drin. So. Ich habe auf jeden Fall eine Abkürzung freigeschalten jetzt. Sehr auch gut. So, das sind nur die Lampen draußen. Oh mein Gott. Lauf, Kira, lauf. Gib nicht auf. Vielleicht. Ich schau noch mal runter in den einen Rätselturm. In den Keller. Rätselkeller. Der Rätselkeller. Ah. Also ich würde drauf tippen, wir müssen da auf jeden Fall was finden. Würde am meisten Sinn machen. Mhm. Also, dass wir die eine Tür aufmachen und dann. Weil hier drinnen sehe ich nichts mehr. Außer also ich bin halt blind. Schau, gehört dir die rote oder die grüne Socke? Ich nehme mal stark an, wer gehört die blaue Socke. Die blaue? Wenn ich ein blaues Mikro habe und du hast ein rotes Mikro. Immer wieder eine gute Frage. Wer sind wir und wo müssen wir hin? Schaffen das schon. Man muss nur ein bisschen schauen. Falls ihr irgendwas Auffälliges seht, sagt Miep. So. Eigentlich am meisten Sinn würde es am Dach machen. Wahrscheinlich. Weil da haben wir die vierte eingesetzt, oder werden wir da das... Ich bin irgendwo am Ende der Welt. Hab's. Sehr gut. Was tatsächlich oben? Ja. In einem Fenster drinnen. Oh, naja. Da, 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 da. Gut, wir treffen uns unten an der Tür. Ich habe die Tür schon aufgemacht. Ist aber flott, die Karotti. Schauen wir uns mal um. Und ich habe recht gehabt, da ist eine Karte. Ah. Gut, soll ich dir ansagen? Oder soll ich was einstellen? Was dir lieber ist. Signals. Cozy Cave. Scott's Hut. Ancient Structure. Where we caught that fish one time. Big Scary Monster Place. Okay. Captain Scary Cave. Kiss from a Rose. Oh.
Radio Tower. Not the Titanic. Ark of Ice. Pinguin Place. Okay, warte. Ich sag dir die ersten Koordinate. An Charlie 753 Richtung Beta 754. Oh. Sagt dir nichts, oder? Hallo, was ist das für ein Spiel? Das ist We Were Here Together. Das ist eine ganze Spielreihe, da spielt man immer im Koop und man muss sich gegenseitig unterstützen, um Rätsel zu lösen. Und ja, normalerweise war es immer so, man musste aus so Ruinen entkommen. Ja, ich glaube, das müssen wir zu zweit machen, weil das resettet sich. Okay. Wenn ich den einen Hebel loslasse. Okay. Und man kann die Rätsel halt nur gemeinsam lösen. Hallo an Kira Stadt übrigens. Und Hallöchen Itachi. Hi, ich gehe gerade random Streams durch und sage, solange es nicht die Regeln bricht, das erste Wort, was mir einfällt. Hübsch. Danke, Hallöchen Yukuti, willkommen. Wie geht's dir? Also 753, Charlie 753, 7, Beta 754. Okay. Wenn du schaust, Beta 754 ist da. Siehst du das unten? Ja. Und Charlie ist da. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Du musst die Seite und ich muss die Höhe machen, sozusagen. So. So, und jetzt du noch in die Höhe? Ah. Ich kann die Höhe machen. Ja, ich weiß, das hat sich nur resettet jetzt. Ah, okay. Wenn du weggehst, resettet es sich scheinbar. Okay. Tada. Ah, wir haben's. Okay, ich habe halt nur gehalten und dann losgelassen, aber man muss so tipp, dann geht's besser. So. Vielen Dank, Heshi. Gut, und selbst euch? Danke, mir geht's super, alles prima. Ist das das Spiel, wo einer in die Zukunft geht und einer in die Vergangenheit? Nein, wir sind beide in derselben Realität, nur in den vorigen Teilen waren wir immer in unterschiedlichen, meistens in unterschiedlichen Gebieten und haben uns gegenseitig unterstützt und jetzt ist man sogar zusammen. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Bitte helft das. Okay, ich muss nochmal warten. Es fängt neu an. Das haben wir schon mal. Okay, das nächste ist Delta 195 Echo 169. Okay. Echo 169. Hallo. So, warte mal, ich kann nach oben machen. Also Delta 159 Echo. Echo 169. So, also Delta ist bei mir. Okay, das heißt Echo 169, ich hab schon. Zwei beim Home, eins rechts weiter. Ah, Delta 195, okay. Also wir müssen zu dem komischen Teil da. Okay. So, du musst neu rein. Hä? Sehr gut. Und das letzte brauchen wir noch. Ich gehe jetzt schlafen, hab morgen Schule. Passt, dann schlaf gut und eine gute Nacht wünsche ich dir, Itachi. Danke fürs Vorbeischauen. Gute Nacht. Gute Nacht euch. Danke dir. So, eine Koordinate geht. Gab's, glaube ich, noch. Beta 481, Charlie 447. Beta 481, Charlie 447. Beta 481 habe ich, ist auf Höhe. Charlie 447 ist da. Mhm. Unten, siehst du das? Aha, das ist deins. Und was war meins? Na, Beta 481, oder? Ja. Da muss ich ziemlich hoch. Yay. Gut. Okay. Jetzt ist alles weg. Schauen wir mal, ob wir jetzt ins Auto können. Echo 169, Beta 481, bei Charlie 447.
Wir müssen zuerst das Ziel festlegen. Irgendwas haben wir falsch gemacht. So, ich habe alle Daten nochmal da. So. Das erste war Charlie 735, glaube ich. So, Nummer 1. Mhm. So. Nein, das ist das zweite. Nein, das ist das Richtige. Okay. Ich glaube, wir haben uns mit den Zahlen ein bisschen verdammt. Okay. 169. Bin verwirrt. So, das zweite war Delta 15195 Echo 469. Vier, sechs, neun. Eins, zwei, fünf. Was war das letzte? Wenn ich das nicht stehen habe, dann bin ich's nicht. Ring, somebody, hold. Somebody out there. Ich poste. Okay. Okay. So, ich hab das mal drin. Beta 481. Beta 481. Ich Wenn ich das nicht stehen habe, dann kann ich das nicht. Ich muss mir alles niederschreiben. Ja, ich bin ein visueller Mensch. So. Gut. Was ist denn das für ein Emote? A Panic. Im Prinzip müssen wir drei Sachen markieren und in der Mitte, und dort, wo sie sich kreuzen, wird wahrscheinlich das sein, wo wir hin müssen. Okay. Geben uns jetzt drei Koordinaten. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das erste da das Signal, dann haben wir Scott's Hut und Kiss from a Rose oder sowas in der Richtung. Und dann wir müssen zum Beispiel zum Ancient Structure oder sowas. Okay. Na gut, gehen wir die anderen nochmal ein. So. Jetzt haben wir mal das zweite eingegeben. Das heißt Charlie 5753 Beta 754. Ja, das ist da oben. Das ist das Hut oben. Ah, okay, das haben wir falsch gemacht. Wir haben die Zahlen einmal vertauscht. Ah, okay, gut, verstehe. Das heißt, so, du musst weiter nach oben kurbeln. Genau. Du zuerst und ich. Genau. Perfekt. Und jetzt müssen wir zum Kiss from a Rose. Wenn ich das richtig identifiziert habe. 481447, ja, okay. Ah. Wir haben vorhin die Zahlen einmal verdreht. Ja, wir hatten einen Zahlendreher drin. Wo man die Koordinaten nach oben und nach rechts vertauscht. Und das war das so komisch. Derp. Jetzt ist es nämlich da. Jetzt haben wir die Koordinaten eingegeben. Jetzt müssen wir theoretisch zum Brummen. Wir müssen sicherstellen, dass das Fahrzeug genug Treibstoff hat. So. Okay. Ah, da müssen wir das so befüllen, dass das genau das erreicht da oben. Mhm. Den grünen Strich. Ja. Wir müssen 6 erreichen. So. Ist hier noch irgendwas? Das ist das Einzige, was wir haben da. Aber da tut sich nicht, egal was man... Warte mal, da war ja noch was. Da war noch was?
Ja, komm mal raus. Okay. Kommen wir hinterher. Ah. Wir haben da noch eine zu Tür. Das ist das, wo ich eigentlich vorher hin wollte, ist mir gerade eingefallen. Da hinten sind so komische Tankkanister. Okay. Das heißt, wir müssen noch ein Rad finden. Okay. Das Violette. Gut. Cool. Vielleicht im Alarmraum drinnen? Ich schau jetzt nochmal. Wahrscheinlich in dem Kartenraum, oder? Ja, das meine ich ja. Am ehesten noch. Mal nicht abmontieren. Ich sehe nix, leider. Vielleicht draußen irgendwo noch. Das macht mal weniger Spaß. Das suchen. Okay, ich hab's gefunden. Wo war's? Oh Gott. Komm einfach zum Truck. Schau mal. Da? Ah, da ist gelegen und es ist eingeeist. Hey, das heißt, wir müssen das auftauen. Okay, warte, wir haben einen Kamin da. In meinem Kopf geht's gerade nur wegen uns oder wegen den Rätseln oder generell, Hashi Hashi. Das ist der Kamin. Oder auf dem Herd, der glüht auch. Ja, auf den hab ich die Herdplatte ist warm. Was sehr was. Ein Rätsel und generell. Hauptsache es macht trotzdem Spaß zum Zuschauen. Komm, schnell runternehmen, bevor es verglüht. Ja, ich hab schon. Na gut, immerhin hast du Handschuhe an. Ich hoffe, die sind nicht nur gegen Kälte, sondern auch als Backhandschuhe geeignet. Isolierend normalerweise, würde ich sagen. Zack, dreh das Rad. Oi, okay, Gott. Okay, Moment. Das sind Schalter. Ja. 7. 4, 7, 8. Oh, da geht's ums Eck auch nochmal. 8. 5. Okay. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo Mathe-Skills gefragt werden. Okay. So, ich gehe mal zurück zum Minus. Ah, aber meins ist Plus. Ja, eben, deswegen. Und wir müssen letztendlich auf 6 kommen. Warte mal. Leg mal was um. Was hast du jetzt alles gehabt? Minus 8, minus 4 und minus 4. Okay. Wir sind jetzt gerade anscheinend auf 0. Also generell wären, glaube ich, mal gerade Zahlen gut. Aber schauen wir mal. Die Frage ist, hat das eine was mit dem anderen zu tun überhaupt? Oh, ich hab jetzt 8. Okay. 8 gezogen. Jetzt ist es auf 8. Okay, dann ich mach mal einfach minus 4. Da sind wir auf 4, aber du kannst. Das bringt uns eigentlich nichts, wenn wir auf 6 kommen wollen. Auch wieder wahr. Ich glaube, ich muss ungerade gehen eher. Gut. Weil du kannst mit deinem Minus nie auf die 6 kommen. Weil ich hab. Was hast denn du noch für Schalter da? Warte mal. Was brauchen wir, haben wir gesagt? Minus? 5 müssen wir erreichen, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Nein, 6 ist unser Ziel. 6 ist der grüne Strich, der, ich nehme mal an, dass der das Optimum ist, wenn da so ein grüner Strich ist. Denke ich. Und 10 ist das Maximum. Was hast du noch für Zahlen? 7 habe ich noch. Mhm, mach mal 7, dann mache ich mal minus 4. Ja. Warte mal, habe ich eine plus 3 oder sowas in der Richtung? Warte mal. Die Frage ist, wenn man drüber hinweg kommt. Ich hab jetzt 2 mal 7 runtergezogen. Okay. Jetzt haben wir 14. Dann mache ich mal minus 8. Dann müsste eigentlich passen, oder?
Nein, er hat von den 10 abgezogen. Das Maximum ist 10. Und von dem zieht er dann ab. Ich habe jetzt minus 8 gemacht und jetzt sind wir auf 2. Hast du nicht noch ein Minus? Weil ich habe... Ich habe minus 4 noch. Ja, dann passt es. Es leuchtet. Das war das Rätsels Lösung. So, alles leuchtet. Wir können einsteigen. Kommen Sie herüber, Herr Evolver. Yeah! Das Signal bricht zu einer Rettungsaktion auf. Wir haben es geschafft. Mathe! So furchtbar? Ach geh, so schlimm ist das gar nicht. Was ist denn das eigentlich für eine süße Iron Maus? Süße Iron Maus? Natürlich, ist das, bei mir ist Iron Maus. Hat Heshi gepostet. Ah, okay. Eine Panic Iron Maus. So. Hatte eine 5 im Abschlusszeugnis. Ich lese mal kurz, was der Heshi geschrieben hat. Hat 3 Anime angefangen. Okay. Fluffy Paradise, Delicious in Dungeon und Instant Death Ability. Und Chain Soldier hat er sich angeschaut. Okay. Okay. Ne, ich habe noch gar nichts geschaut von der neuen Season. Das kommt, fängt das nächste Woche, werde ich mal dann Hardcore wiedergeben, aber Seasons. Hardcore Season. So. Glitzerschnee. Glitzerschnee. Na schau doch mal, hat er vorhin auch schon so geglitzert? Ist mir erst jetzt aufgefallen. Okay. Das heißt, einer ist mit dem Brummen gefahren und einer ist mit dem Schneemobil gefahren, oder was? Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Ich glaube, da kann man eh nicht mit dem Brummen weiterfahren. Oh. Neu. Ach du grüne Neune. Und da haben wir das Notsignal. Da rechts oben. Das Notsignal von Spieler 1 damals, der entkommen ist, also von meinem Original. Hoppala. Jetzt mal sagen. Okay, also ich würde sagen, wir gehen einfach mal den Weg entlang. Hilft ja eh nichts. Kann sein, dass wir uns dann irgendwann aufteilen müssen wieder. Wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben gerade nur das Intro-Kapitel geschafft. Mhm. Was kein gutes Vorzeichen ist. Mhm. Dass wir das in einer Session laufen. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen länger als die anderen Teile. Ist ja auch ein bisschen größer von den Gigabyte Anzahl. So. Jetzt haben wir da drüben ist ein Aufzug. Ich schau mal von rechts nach links. Okay, dann schaue ich von links nach rechts. Ich habe hier einen Aufzug mit Diamanten drauf. Tada, ich habe einen Aufzug mit hoch und runter. Der funktioniert sogar. Yay! Hey, dann, wenn du rauchgefahren bist, dann geht bei mir der Aufzug runter. Dann kann ich da auch rauffahren. Okay. Wenn ich jetzt da nämlich gehe. Geh mal rein. Ah, okay. Weiter kann ich nicht nach oben fahren. Kommst du irgendwo hin? Ich kann rausgehen aus dem Aufzug. Okay, warte. Ah ja, ich kann nach rechts gehen. Jetzt. Ja. Okay, jetzt gibt es 2 Wege. Einer führt zu einem Aufzug, der zu weit unten ist. Und der andere führt mich zu einer Lore. Okay. Da kann ich nicht lang, wenn du mich vielleicht siehst. Hallo! Ich habe einen Aufzug. Ah, Aufzug, warte. Ein Aufzug mit Dynamit drauf. Dynamite. Fahr einfach mal, ich schau mal, was meiner macht. Ja. Ich bin drin. Okay. Ich fahr mal nach oben. Okay. Jetzt kann ich aussteigen. Ja, ich bin auch ausgestiegen und bin zu einem anderen Aufzug gegangen. Und eine Lore drauf. Yes, richtig. Ich bin auch drin. Und ein Klo habe ich gefunden. Ein Klo? Ein Klo. Kannst du reingehen in den Aufzug oder nicht? In den Lorenaufzug kann ich reingehen. Sehr gut. Ich drück mal nach oben. Okay. Hat dir das geholfen? Nein, jetzt hänge ich im Zwischenstock. Warte mal. Ah, jetzt fahre ich weiter nach oben. Jetzt bin ich ganz oben. Also fast ganz oben. Ich bin ganz unten jetzt wieder, aber ich kann wieder nach oben gehen. Schau mal, da ist nämlich da drüben noch ein Aufzug, aber der ist unten. Das ist der Pickaxe-Aufzug. Ja, den bräuchte ich auch. Der ist zu weit oben. Okay. Den komme ich nicht hin.
Okay. Wo geht's da lang? Ich schaue einmal kurz da lang. Na, da ist nix. Okay, dann gehe ich wieder in den Lorenaufzug zurück. Okay. Da kann ich nur nach unten fahren. Kannst du auch wieder reingehen? Ja, ich bin wieder drin. Vielleicht fahr du mal ganz nach unten und ich fahr ganz nach oben damit. Okay. Vielleicht haben wir es genau falsch rum gemacht. Kannst du raus jetzt? Nein. Warte mal, aber schau mal, ich kann hier gerne gefangen bleiben. Hilft ja alles nichts. Aha. Die Zwischenzeit kann man nutzen, um etwas zu trinken, weil trinken ist wichtig. Würde ich sagen. Hoppala. Aha. Erzähl, was siehst du? Ich bin ganz, ganz oben jetzt, mhm. mehr oder weniger. Ich bin ganz, ganz unten. Ah, jetzt werde ich wieder hochgefahren. So, kommst du rein? Nein, ich bin im Zwischenstock. Jetzt bin ich im mittleren Stockwerk. So, ob du da irgendwas machen kannst. Ich kann theoretisch wieder zum Dynamit. Aber kann leider nicht weiter höher fahren. Obwohl, theoretisch könnte der wahrscheinlich... Nein, der ist im höchsten Stockwerk. Okay. Wir müssen irgendwie den Pickaxe-Aufzug bewegen. Das ist der, der uns behindert hat jetzt beide. Warte, ich gehe nochmal in den Dynamit-Dingsbums. Der kann nur nach unten fahren. So. So, jetzt lass mich mal kurz schauen. Ich bin jetzt auch im Dynamit wieder drinnen. Aber da ist nichts, da komme ich nicht weiter. Warte mal, warte mal. Das ist irgend so eine Lore. Okay. Die Lore ist mir leider im Weg. So, der Aufzug ist wieder da. Kann ich damit weiter nach unten fahren? Mit dem. Bringt dir das was? Na, da bin ich dann da, wo ich eh war. Okay. Gut. Ich kann nur probieren, mal mit dem noch weiter runter zu fahren. Bringt dir das was? Jetzt bin ich wieder auf der Zwischenstation, wo es zum Lorenaufzug geht. Ja, den braucht man ja. Der ist ja der falsch ist am Schluss dann. Den müssen wir woanders hin bewegen. Wir brauchen den Pickaxe. Auf welcher Station ist denn der? Auf welcher Höhe? Da unten. Wie kommt man da hin? Warte. So, ich bin auf jeden Fall... Der kann nicht weit... Doch, der kann weiter hochfahren. Der Dynamit kann weiter hochfahren. Da muss ich hin. Geht zum Dynamit. Hm? Dann ab mit dir zum Dynamit. Ja, der ist aber zu weit unten. Und jetzt? Jetzt noch einen höher. Nein, warte! Ich muss oben auf ihn drauf. Mach ihn nochmal einen runter. Weil die Schranke geht trotzdem auf. Nein, 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 einen runter. Oh, jetzt ist er zu weit. Stopp! Perfekt. Und jetzt muss ich drauf. Nein, nach oben fahren. Ja, bei mir ist das, wenn ich nach unten fahre, fast ja, eben. Und jetzt? Jetzt bin ich auf dem Aufzug und jetzt bin ich beim... Okay, kann ich da rüber? Okay, ich kann da rüber gehen. Jetzt bin ich beim... Ich bin über den Pickaxe rübergegangen und bin jetzt beim Dino-Schädel. Ja, kannst du den rauf und runter fahren? Nein, der ist zu weit oben. Okay. Aber warte, ich habe da noch einen Weg. Ah, warte mal. Mit dem kann ich zum Pickaxe-Dings gehen. Okay, mit dem kannst du fahren. Mit dem kann ich nach oben fahren. Wir brauchen mal in einer anderen Position, damit ich einsteigen kann. Okay, warte. Kann, nämlich. Ich bin jetzt ganz oben. Ich fahre jetzt einen nach dem anderen nach unten. So, erstmal Chips geholt und jetzt Rätselhorror genießen. Viel Spaß, Hashi. So, jetzt bin ich eine runtergefahren. So, kannst du da irgendwie wieder aussteigen? Ich kann aussteigen, aber ich kann... Okay, Moment. Ich kann nur in den beiden Stockwerken. Den und den darüber. Warte mal. Ich kann da... Ich glaube, ich kann bis zum...
Welchen bist du jetzt beim Pickaxe, hast du gesagt, gell? Ich bin jetzt beim Pickaxe, genau. Und ich kann. Okay, fahr mit dem mal jetzt herum. Ja, passt, perfekt. Ich kann jetzt einsteigen in den Pickaxe. Okay. So. Jetzt müsstest du dich bewegen. Hast du noch weit? Jetzt, ich kann jetzt wieder rausgehen. Dann geh mal raus. Aber das bringt mir nicht viel, dann bin ich genauso weit wie vorher. Aber du bist zumindest jetzt mal drin. Du müsstest jetzt woanders sein. Na, ich kann nur eins. Warte mal, ich hab's gefunden. So, bleib mal in den Pickaxe drinnen, bitte, okay? Okay. Ich muss mir dann an- und Aufzug fahren und auch oben drauf springen. Warte, mach ihn nochmal runter. Ah, nein. Ja, mach ihn nochmal runter. Also, du musst nach oben fahren. Mit dem Pickaxe. Ja, jetzt. Dann bin ich nämlich einen oben, weiter oben. So. Und jetzt fährst du wieder in die andere Richtung. Genau, jetzt bin ich einen höher. Mhm. Und jetzt bin ich beim Dino-Schädel. Perfekt. Gut. Jetzt fahre ich mal so weit nach oben, wie ich kann. Okay. Eine Sekunde. Ich bin beim. Ich bin ganz oben beim Ausgang. So, ich brauche den Pickaxe jetzt auf einer anderen Höhe eigentlich. Okay. Damit ich weiter kann. Hätte ich dich erstmal. Obwohl. Warte mal. Ich mach mal diesen einen Schalter da. Okay. Wir müssen beide da oben sein und gleichzeitig die Schalter halten. Okay, warte mal. Ich brauch den Pickaxe auf einer anderen Höhe. Gut, warte. Gut. Was du den verändern kannst noch. Warte, lass mich ganz kurz überlegen, wie ich da gegangen bin. Nein, jetzt bin ich zu hoch. Jetzt müsstest du mich wieder einen runterlassen, dass ich rein kann. Warte mal. Weil der Pickaxe X jetzt gerade zu, nämlich bei mir. Da komme ich. Moment. Oh mein Gott, mein Hirn qualmt. Ah. So. Jetzt kann ich aussteigen, ringsherum gehen und wieder einsteigen. Und den auf eine andere Höhe bringen. Aber ich war theoretisch schon mal ganz oben jetzt. Gut. So. Ich fahre jetzt mal runter. Okay. So, jetzt fahren wir mit dem Pickaxe herum. Perfekt. Kannst du jetzt irgendwie raus aus dem Pickaxe-Dings? Nein, aber wenn du rausgehst, kann ich ihn wieder hochfahren und. Ich meine, doch, ich kann. Ja, nein, ich kann eh raus. Ich kann eh raus. Passt ja, schon. Aber du musst jetzt eigentlich auf ihn oben drauf oder so irgendwie in der Richtung. Jetzt muss ich oben auf ihn drauf. Genau, aber das musst du selber machen. So, ich bin oben drauf. So. Genau, das ist richtig. Und jetzt müsstest du zum Dino-Schädel irgendwie hinkommen, oder? Ja, ich bin oben drauf, aber man muss mich halt hochfahren. Ich kann dich nicht hochfahren, sobald ich dich Der Dino-Schädel ist jetzt einen über mir. Ja, sobald ich den Dingsbums bewege einmal, kann ich nicht mehr weiter. Okay, warte mal, lass mich mal schauen, ob es noch einen anderen Weg gibt nach da oben. Theoretisch könnte man mit dem noch da hoch. Dann wäre man einen höher, glaube ich. Aber dann bräuchte ich wieder den Dynamit und alles andere. Die sind nämlich jetzt alle viel zu weit unten. Also, ich brauche den. Was ich dir sagen kann, ich brauche. Endposition für mich, damit ich weiterkomme, rein theoretisch. Warst du schon mal oben? Ich bin jetzt ganz oben, nur mir versperrt der Dino-Aufzug den Weg. Ich könnte. Der müsste sich bewegen. Ja, und ich komme zum Dino-Aufzug nur hoch, weil da ist keine Verbindung. Ich komme nur hoch, wenn ich mit dem Pickaxe noch eine hochgewurmelt werde. Kannst du den bedienen, ohne dass du damit fährst? Nein. Oder warte mal.
Ich habe eine Idee. So. Na, hätte ich das gewusst, hätte ich den Dino einen runtergeholt wieder, damit ich reingehen kann. Ja, das müssen wir machen, wohl oder übel. Ja, du hast gesagt, stell ihn wieder zurück und geh wieder da zurück. So, warte, ich bewege jetzt mal den Pickaxe, kannst du mal fahren. Okay. Ich stehe drauf. Der Pickaxe, du musst doch rundherum gehen, dann kannst du rundherum gehen und reingehen. Den kannst du selbst bewegen. Achso, ja. Theoretisch schon, ja. Deswegen meine ich ja, also eigentlich. Aber ich kann damit nur einen hochfahren, ich kann damit nicht zwei hochfahren. Jetzt bin ich. So, hat dir das geholfen? Jetzt kann ich in den Pickaxe einsteigen und den hoch und runter fahren. Sehr gut. So, jetzt stehe ich oben drauf. Gut. Weiter kann ich nicht, mehr kann ich nicht machen. Jetzt musst du irgendwas mit dem Dino-Zug-Dingsbums machen. Den kann ich nur bedienen, wenn du mich jetzt einen hochfährst. Ich kann dich nicht weiter hochfahren. Aber warte, dann muss ich wieder ringsherum gehen. Genau. Ach je. Warum haben wir das nicht gleich gemacht? Warum bin ich wieder... Ja, aber das wollte ich schon die ganze Zeit hinaus. Nein, nein, du hast gesagt, geh wieder zurück. So. Jetzt... fahre ich dich nach oben. Genau. So. Jetzt beweg den Dino-Dingsbums mal. Kann ich nicht, der ist noch immer eine Stufe über mir. Wie bist denn du zum Dino hochkommen? Indem du mich mit dem Pickaxe einen hochgeschoben hast, während ich... Ja, perfekt, 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 genau das brauche ich. So. So. Genau das meinte ich. So. Mit dem kann ich einen nach oben fahren. Kann ich zwei nach oben fahren. Kannst du damit irgendwas machen, damit du dann wieder raus kannst und zum Pickaxe zurück kannst? So, das werde ich jetzt mal schauen. Ja, er ist jetzt einen weiter unten. Und jetzt kann ich zum Pickaxe rüber. So. Dann ich bewege mal den Pickaxe wieder, wenn möglich. Oh mein Gott. Absolutes Chaos. So. Jetzt kann ich da durchlaufen. Ich kann auch durchlaufen. Okay. Ich sehe dich. Wir müssen auf jeden Fall... Und jetzt kann ich auch in den Dino-Schädel rein. Gut, dann beweg den Dino-Schädel mal. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Nochmal zurück. Kannst du noch eins in die andere Richtung fahren? Nach unten? Ja. Ja, kann ich. Aha. So, jetzt bin ich nämlich auch im Dino-Schädel-Aufzug drinnen. Perfekt. Gut. Musst du nach oben oder nach unten jetzt? Ich muss nach oben fahren, weil ich bin jetzt weiter unten. Bist du jetzt ganz oben? Jetzt bin ich auf derselben Höhe wie du. Hallo. Ja, ich... Bist du jetzt ganz oben? Nein, noch nicht. Es geht, glaube ich, noch einen weiter nach oben. Und ich glaube, es geht noch einen weiter nach oben. Hier kann ich nicht raus. Jetzt bin ich ganz oben, wo ich sein muss. So, kannst du da raus? Ja. Gut. Jetzt müsstest du mit ihm in die andere Richtung auch. Dann... Ach, je. Wir hätten vorhin gleich... Ich bin auf die falsche Ebene gefahren und dann hast du mich ganz... Da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig aus dem Konzept gebracht. Und jetzt haben wir da beide diese... Bist du ganz oben? Schon, oder? Ich bin ganz so weit oben. Jetzt bin ich ganz oben. Sehr gut. Ich gehe in ein Haus rein. Da ist ein Schalter. Sehr gut, ich halte ihn. Ich auch. Da-da-da-da. Rauf, runter, rauf, runter. Was ist das für ein Erfolg? Okay, aber die Tür ist offen jetzt. Gut. Rein mit uns. Ach, herrje. Jetzt sind wir getrennt. Oh oh, da muss man runterspringen und kann nicht mehr zurück. Ich seh dich. Hm? Ah ja, hallo. Wie war das? Was war Pointen? Z. Gell? Nein, du. Du. Hey, du. Ah, da ist ein Lager. Feldlager. Eine Kühlbox. Braucht man die überhaupt? Zwei Schlafsäcke. Gemütlich. Die Schlafsäcke sehen auf jeden Fall gemütlicher als so manch andere Schlafsäcke aus. Ich erwähne keine Namen. Ich weiß, was du meinst. Ach du liebes Bisschen, ich sehe Albträume auf uns zukommen. Albträume? Oh. Türen mit Schaltern und Kurbeln und... Ich habe Angst. Okay. Rot. Überschauen wir mal. Blau. Da ist ein roter Schalter. Mhm.
Die Schlafsäcke gehen gemütlicher aus als mein Bett. Was hast du für ein Bett, Hershey? Ich bin jetzt einfach mal so dreist und ziehe an dem roten Schalter, okay? Sind jetzt die roten Türen aufgegangen. Geh zu. Gesundheit. So, dann schalte. Nochmal? Ich schalte nochmal, du gehst durch, weil da hinten war auch eine rote Tür. Okay. Probier nochmal. Okay, ich kann weitergehen. Sehr gut. Und das ist eine Kurbel. Okay, dann kann ich Kurbeln bewegen. Idealerweise würdest du jetzt einen gelben oder einen blauen finden. Aber schauen wir mal, was du findest. Ein Labyrinth. Das ist gut. Das ist kein Spaß, das ist wirklich ein Labyrinth. Ein schlechtes und eine Matratze, die so dünn wie Toastbrot ist. Drück mal den roten Schalter nochmal, bitte. Mach ich gerne. Aha. Ah ja. Jetzt könnte ich auch durch den Kurbelgang durch. Wahrscheinlich. Ich sehe den blauen Schalter, aber der ist nicht in meiner Griffweite. Okay, warte mal. Ich will das einmal probieren, was da... Okay. Das ist blau. Du müsstest eigentlich mit der Kurbelwand... Ich hab den blauen Schalter, ich hab den blauen Schalter. Okay, dann drück den mal. Hab ihn gedrückt. So, dann musst du zurück zum roten Schalter gehen. Okay, warte, warte. Das ist... Okay, das ist jetzt eigentlich einfach wiederum, weil ich musste eigentlich immer nur ansagen, was du für mich drücken musst. Ja, aber gleichzeitig muss ich auch schauen, dass ich da durchkomme. Passt. Roter Schalter. Genau. Oh, jetzt kann ich aber nicht durch, weil das Blau den roten Schalter versperrt. Aber warte mal, ich schau mal, ob ich da lang kann. Okay, das ist versperrt, das ist versperrt. Okay, Gott. Lass mich kurz überlegen. Ich bin gefangen, so oder so jetzt gerade. Ja, ich bin frei, aber ich komme nicht weiter. Warte mal, lass mich mal schauen. Das Rot, okay. Du bist durch das Blaue schon durch, gell? Nein, eben nicht. Okay. Mir versperrt ein roter Weg den. Guten Tag. Schau, da die rote Tür versperrt mir den Weg. Okay. Warte. Ah, geh nochmal zurück, mach den blauen Schalter. Ich hätte einfach nur durchgehen müssen. Vielleicht. So. Dann nochmal zurück, gehst weiter zurück, machst den roten. Kenn mich jetzt aus. Ich komme eh durch. Und dann sind wir wieder zusammen. Wenn du den roten jetzt gemacht hast. Mir wird schon ganz schwummrig hier. Ach Quatsch. Das geht schon. So, und jetzt mach einfach alles, was du sonst auch gemacht hättest. Also, ich muss nur in diese zwischen Rot und Blau da gehen. Okay, kann ich den roten jetzt wieder umlegen? Ja, ganz schön. Alles gut. Theoretisch, wenn du das alles machst, sind wir gleich wieder zusammen. Okay, passt. Wenn du links schaust, hinter dir. Ich habe nur die blaue Tür jetzt zwischen uns beiden. Ah, okay, gut. Verstehe. So, blue. Blue. So, jetzt bin ich durch. So, jetzt sind wir beide da. So, komm. Geht's da weiter? Ja. Kann man nicht kurbeln, wenn wir zu zweit sind. Es kann nur einer durch. Dann gehe ich halt. Willst du durchgehen? Ah, okay, kenne mich schon. Schau, einer geht jetzt durch und der andere muss dann wieder die Schalter da betätigen. Okay, ist in Ordnung. Dann geh du mal durch, ich mach die Schalter. Okay, boah. So, warte, jetzt mach ich rot. Na, jetzt ist aber blau. Du musst den blauen einmal umlegen, bitte. So. Passt. Jetzt mach ich rot. Jetzt kann ich da wieder durch. So, und jetzt bräuchte man einen gelben Schalter eigentlich ja, noch. Ja, mach nochmal blau. Ah. So, jetzt sind wir beide da. Gut. Jetzt können wir, wenn wir da den blauen machen, haben wir jetzt nur mal den gelben offen rein. Okay, hast du den gelben irgendwo mal gesehen? Nein, leider nicht. Das ist schlecht. Das war wahrscheinlich das Geheimnis noch gewesen. Oh, das heißt, wohl oder übel müssen wir wieder zurück.
Warte, ich mach blau für dich. Mhm. Dann kannst du dich mal auf der anderen Seite umschauen. Welche so. Andere Seite? Hier ist nichts. Mach's blau. Nochmal. Oh Gott. So, ich mach rot. So, und jetzt müsstest du gucken gehen können überall. Wo guckst du? Kira, die Schalter-Umlege-Expertin. Tada! Was ist das Ziel von dem Game? Rätsel lösen und rauskommen. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Entkommen, einfach nur entkommen. Hallöchen Bauer, wie geht's, wie steht's? Oh Gott, mir raucht jetzt schon der Kopf. Seelenklang, hallo. Willkommen, willkommen. So. Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Ich bin mal hier. Okay. Wenn du einen blauen oder roten Schalter brauchst, sagst du es halt einfach. Mach mal rot. Damit ich mal da hinten auch schauen kann, was da ist. Okay. Da kann man nicht mehr. Ich sehe den gelben Schalter, der ist da hinten gewesen. Aber da muss man von der anderen Seite kommen, weil da ist jetzt umgedreht. Okay, warte. Blau? Ich kann leider gerade nur den roten Schalter bedienen. Der blaue ist für mich ausgesperrt. Warte. So, lass mich einmal schauen. Kommst du zum Blauen hin? Nein. Okay. Frage ist, was ist da hinten noch? Ah, warte, jetzt komme ich hier rum. Okay. Na, da komme ich jetzt auch nicht. Ich bin aus allen Schaltern ausgesperrt im Moment. Oh Gott. Du hast mich aus allen Schaltern jetzt weggesperrt. Naja, die Frage ist, da hinten ist der Goldene, wo du vorhin warst. Den habe ich nicht gesehen. Naja, der blinkelt da durch. Oh mein Gott, es wäre am besten, wenn wir alles nochmal zurücksetzen könnten. Ach, okay, gut. So. Hilft alles nichts. Oh je. Gut, ich klicke mal den blauen um. Gott. Oi, oi, oi. So, ich habe den roten umgelegt. Mhm. Mal. Rein theoretisch. Lass mich mal ganz kurz schauen. Warte mal. Du hast jetzt den roten umgelegt, gell? Ja. So, warte, dann lege ich wieder den blauen um. Okay. Ah, warte mal. Ah, ich glaube, ich hab schon. Du wirst jetzt wahrscheinlich nicht weiterkommen, gell? Ich komme so oder so nicht weiter. Einmal zurück. Hab schon. Dann leg mal nochmal den blauen. Jetzt bist du da. Wie bist du nur auf die Seite jetzt kommen? Ich bin wieder zurückgegangen. Über da. Den da. Da lang. So, leg mal den blauen Schalter um. Den blauen, okay. Ja. Oh, mir wird nämlich langsam mit den engen Gängen. So. Jetzt legst du nochmal den blauen. So, jetzt beweg dich dorthin, wo die rote Tür dir den Weg versperrt. Okay. Tada! Okay. Kommst du jetzt irgendwie zum gelben hin? Nein, der blaue ist im Weg. Aber ich könnte den blauen theoretisch umlegen. Außer da ist dann wieder was anderes im Weg. Ich kann im Moment bin ich eingesperrt und kann nur einen roten bedienen. Warte mal, also jetzt ist die blaue Tür da wieder. Einer von uns beiden muss dann diese Zwischendingsbums rein. Jetzt bin ich wieder frei. Die falsche rote Tür. So. Man hätte da, glaube ich, einmal im Kreis gehen müssen und dann von der anderen Seite, damit man die Kurbeltür... So, warte. Du gehst jetzt mal zum... Warte, ich mach das blaue Tor und du gehst da in das blaue Dings rein. Ja, okay. Ich bin okay. Jetzt in der Zwischentür. Gut. Dann mache ich die blaue wieder zu. Genau. Und dann schaust du, dass du zur roten kommst. Dann muss ich hier lang. Da lang. Und da lang. So. So,
So, ich kann jetzt weitergehen. So. So, dann mache ich den roten. Damit ich da lang komme. So, und wo hast du da einen gelben gesehen? Das ist jetzt die große Frage. Da, wenn du da durchschaust, durch die Zähne da durch. Durch diese Eiszapfen. Ich glaube, du musst mit dieser einen Drehtür da unten dich weiter drehen. So, und jetzt musst du einmal, komm her, einmal ringsherum gehen. Warte, ich mach rot wieder auf. Jetzt musst du einmal außen rum gehen, dass du das Drehdings in die andere Richtung drehen kannst. So. Warte, ich mach wieder rot, damit du da reingehen kannst. Oh, rein? Nein. Ich bin jetzt beim Eingang, ich bin bei dir. So, und jetzt? Genau. Jetzt komm mal mit. Es geht nicht gemeinsam. Ja, geh mal durch. So. Jetzt musst du nochmal hier durchgehen. Von der Richtung, okay. Ich leg dir den blauen um. Aha. Dann lege ich dir den roten um, wenn du durch bist. So, bin durch, kannst du rot umlegen. Perfekt. So, dann muss ich jetzt wieder da rum. Und dann müsstest du mit dem Drehdings dich da hinten hindringen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und kannst dann den gelben machen. Jetzt kann ich mit dem Drehding woanders hinfahren. Ah ja, ja. So, jetzt habe ich den gelben bedient. Perfekt, warte, ich gehe hier mal durch, um zu schauen, was da ist, okay? Was? Da ist eine Kurbeltür. Die kann ich einmal bedienen und jetzt müsste ich eigentlich nur noch den roten bedienen und wäre am Ziel. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Weil der andere muss wahrscheinlich... Ah, der kann eh dann sich rauskurbeln. Okay, das ist schon mal gut, wie ich das eingestellt habe. So, ich gehe mal zurück. Den gelben lasse ich einfach so, wie er ist. Genau, den lass so, wie er ist. Du sagst mir an, was du brauchst. Rot wahrscheinlich. Nein, ich brauche jetzt... Oder warte. Nein, ich brauche jetzt... Mach rot wieder runter. Okay. Ich brauche blau. Okay, bist du drin? Ich bin drin. Rot kann hoch, blau muss runter. Was? So. So, dann blau. Gut, da bin ich auch durch. Dann kann ich den wieder runterlassen. Ich bin jetzt am Eingang. So, dann gehst du den Weg und warte mal. Unterwegs stellst du noch die rote, den roten Schalter um. So. So, warte kurz. Ich muss mich einmal rauskurbeln. Und jetzt machst du nochmal den roten Schalter. Und jetzt gehst du den Weg da lang, wo die gelbe Tür versperrt hat. Am roten Schalter vorbei. Ja, ich sehe schon. Und da geht's, und dann kannst du dich rauskurbeln und dann sind wir... Yes! Halleluja. Gut gemacht. Ich bin gut. So. Und wir kommen aus den Gängen raus. Kurz, ich musste einmal ganz kurz in mich gehen, weil mir ist kurzzeitig schon wieder schlecht geworden. Das war ein bisschen zu viel. Des Guten. Hallöchen Mia, wie geht's, wie steht's? Raucht dir der Kopf auch so? Heschi voll in Panik. Heschi ist so in Panik, dass ihm seine Ohren schon brennen. Aber Heschi, wegen deiner Matratze, wenn sie so schlecht ist, hast du vielleicht überlegt... Das ist eine Signalpistole. Nein, Silly, du hast nichts falsch gemacht. Ich glaube, das ist von vorher die Signalpistole. So. Ich meine, es ist vielleicht nicht das Beste, aber ich habe gesehen, dass zum Beispiel oft auch Matratzen verschenkt werden, wenn sie ein bisschen gebraucht sind. Schau mal, Kira, da über den Dingsbums drüber. Das ist der Eingang vom... Tatsache. Von Teil 2. Ist gerade in den Abgrund gefallen? Ich wusste nicht, dass man da runterfallen kann. Bist du wieder da? Ja. Okay. Ups. Man darf mich nicht 2 Sekunden... Man darf mich nicht 2 Sekunden außer aus den Augen lassen, oder was? Wir müssen so eisklammermäßig so ein Seil an uns zu anbringen. Okay, weiter geht's. Da ist ein Schalter. Soll ich den umschaltern? Ja, ich bin hinter dir. Oh Gott. Okay. Warte mal. Draußen? Ja, draußen wahrscheinlich.
Also ich habe draußen auf der Brücke zwei Symbole im Moment. Passt, aber auch. Einmal einen Stern und einmal eine Sonne oder sowas in der Richtung. Okay, warte, ich bewege mal die Sonne. Ist es ein Stern oder mehrere Sterne? Ein großer, fetter Stern mit vier großen Zacken und vier kleinen Zacken. Hat sich was getan? Nein, im Moment nicht. Okay. Trau mich nicht auf die Brücke raufgehen, aber die Brücke... Ich glaube, die zwei sind aber richtig. Muss man was anderes vielleicht bewegen. Okay, warte mal. Wir müssen nämlich die Brücke bauen da. Oder okay, warte mal. Ich probiere mal einige Varianten aus. Okay, ich sag dir, was passiert, ja. Okay, den großen Stern kann ich nicht bewegen. Die Sonne kann ich bewegen. Das kann ich auch bewegen. Hier passiert im Moment gerade gar nichts. Aber vielleicht musst du den Schalter auch immer bewegen. Den Schalter? Links den. Ah, okay. Wenn du den umlegst, wird es vielleicht aktiv, was du gesetzt hast oder so in der Richtung. Ah, nee, damit kann ich nur wieder zurücksetzen. Okay. Gut, ich muss ein bisschen an Genshin denken, da gab es das auch mal. Ich sehe nämlich, bei mir passiert halt nichts. Also, aber ich habe zumindest da diesen Stern und die Sonne auf jeden Fall. Das hast du, glaube ich, die Sonne gerade bewegt. Oh, ist jetzt was passiert? Nein. Ja, die Sonne war jetzt weg gerade. Okay. Und dann ist sie wieder gekommen. Jetzt ist alles wieder zurückgesetzt. Die Sonne hat sich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ist sie verschwunden im Boden gerade, okay, wie du es bewegt hast. Hier tut sich bei mir gar nichts im Moment. Frage ist, was musst du machen auf jeden Fall? Immer eine gute Frage. Versuche die Sonne an den Anfang zu bringen, weil den Stern kann ich nicht bewegen. Und somit. Okay, aber warte mal. Ich glaube, ich habe was entdeckt jetzt gerade. Oh. Also. Es wurde alles wieder zurückgesetzt. Ja, weil ich auf die Sonne drauf gestiegen bin. Okay. Dann ist sie im Boden gefallen. Ah, okay. Die Frage ist. Drück mal nichts, lass die Sonne mal da. Okay, im Moment kann ich auf die Sonne drauf gehen, jetzt ist der Mond da. Ich hab schon, pass auf. Also, ich habe zuerst Stern, da kann ich draufsteigen. Ja. Ich kann jetzt im Moment auf die Sonne draufsteigen. Ja. Wenn ich auf die Sonne draufsteige. Ich wurde hochkatapultiert ins Nirvana. Guten Tag. Hallo. Okay. Erklär nochmal. Ich kann auf die Sonne draufsteigen. Ja. Auf die Sonne draufsteigen, dann kommt der Mond. Ja. Wenn ich auf den Mond draufsteige, fällt der Mond wieder weg. Okay. Alles andere. Das heißt, die Sonne ist im Moment richtig in der Position. Okay. Was müssen wir mit dem Mond machen? Dann weiß ich, was es ist. Man muss wahrscheinlich. Ah, jetzt ist es miteinander verbunden. Das heißt, ich muss den Mond als nächstes da sozusagen. Anschieben. Genau. Okay, passt. So. Der Mond müsste jetzt. Ja, jetzt ist verbunden. Jetzt sehe ich da auch so Verbindungen. So, du musst mir jetzt sagen, was das nächste Symbol ist, aber bitte noch nicht drauf gehen, okay? Hallo, wie geht es euch heute? Halt ich einen Kuchen, Junge? Der Mond ist jetzt gerade im Moment als nächster. Ja, der ist schon aktiv, der ist schon fix. Saturn, okay. Hallo Engelchen. Mir geht's gut, mir raucht nur ein bisschen der Kopf wegen den Rätseln, aber ansonsten alles super. Kann ich am Saturn drauf? Kann schon, der ist schon verbunden. Drei kleine Sterne. Ja, die sind auch verbunden. Und hallo Engelchen, wie geht's dir? Und dann das Geschwirbel. So, und dann haben wir das Geschwirbel, sagst du? Ja, okay. So ein Wind. Animo-Wind. Ja? Schwirbel. Okay, und da müsste dann noch was sein. Da spaltet sich der Weg und ich habe auf einer Seite den Schwirbel. Mhm. Und auf der anderen Seite den Meteor. Den Meteor, das heißt, ich muss den Schwirbel zum Meteor bringen. Scheinbar, ja. Warte. Erkältung, sonst gut. Selber ganz leicht erkältet, aber sonst auch sehr, sehr gut. Und ja, es ist sehr kompliziert hier gerade. Ich glaube, das ist definitiv das Schwerste jetzt im Moment. Ah!
Ich bin in den Abgrund gefallen. Okay. Aber du standest auf dem Schwirbel drauf, oder? Ja. Aber ich muss da ja was wegmachen, damit ich den Meteor hinmachen kann, oder? Wahrscheinlich. Ich kann es dir nicht sagen. Wir können... Ich komme jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist natürlich alles wieder weg. Oh Gott. Oh. Ich dachte, solange man draufsteht, fällt es nicht runter. Ja, aber ich kann nichts. Ich wüsste nicht, was ich da anders machen sollte. Pass auf. Wir machen mal einen Platztausch. Vielleicht hilft dir das mehr, wenn du es mal siehst in Action. Mhm. Naja, ich kann mir das schon vorstellen, wie das ist. Ich habe das ja vorhin gesehen. Ich bin dann da drauf gegangen. Du hast die Weggabelung nicht gesehen. Nee, die habe ich nicht gesehen. Du hast mir gesagt, als nächstes ist der Meteor dran. Deswegen wollte ich den. Die Weggabelung, die sind nebeneinander. Nicht dahinter, sondern nebeneinander. Ja, aber der Dingsbums ist direkt in der Ecke. Und um den Meteor dahin zu schieben, musste ich das andere wegschieben. Und nachdem ich das andere weg war, die Verbindung aufgelöst. So, das heißt, man müsste theoretisch schon vorher den Dingsbums so setzen, dass er schon vorher mit dem Meteor verbunden ist, theoretisch, idealerweise. Wahrscheinlich. Gut, ich bin auf der Sonne. Bist auf der Sonne, gut. Jetzt ist der Mond da. Moment, ich bewege mal den Mond richtig. Probier jetzt mal den Mond zu gehen. Ah, das macht eh Klong Klong. Ja. Jetzt bist du wahrscheinlich am Mond, nehme ich mal stark an. Mhm. Siehst du was? Ja, der Saturn ist der nächste. Okay. Hilfe. Lock, jetzt ist verbunden. So. So, und jetzt kommst du wahrscheinlich zu den drei kleinen Sternen. Mhm. Aha. Und wenn du auf den Wind gehst, passiert nichts. So, jetzt ist einmal der Schwirbel und auf der anderen Seite der Meteorit. Okay, das heißt, man hätte das eine oder das andere machen können. Okay. Ja, aber was kommt nach dem Schwirbel? Da kommt nichts, wenn du auf den Schwirbel drauf trittst. Das ist eher das Problem. Na, dann war es vielleicht der falsche Weg. Würde ich sagen. Okay. Jetzt war ich auf dem Meteoriten drin und bin runtergefallen, weil ich da gerade geschaut habe. Der Meteorit stürzt ab. Also ja, aber hättest du mir gesagt, dann wäre ich wieder auf den Dingsbums zurückgegangen. Ich wusste ja nicht, dass du gerade schaltest. Ich habe nur geschaut, was da war. Ich habe dich geschaltet. Aber der Meteorit ist ja mit nichts verbunden, also von daher. Ja, 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 aber ich stand da gerade drauf, deswegen war das Problem. Okay, also wir müssen eigentlich den Meteoriten mit den Sternen dann verbinden. So, warte mal. Das heißt, wir machen das so. So, Sonne ist das nächste. Warte mal, ich schiebe jetzt gerade ein paar Sachen hin und her, damit ich den Meteoriten nach hinten bekomme. Zu viele Schalter, zu viele Schalter. Ah, Bock. So. Ui. Ich verstehe schon. Wir müssen das nämlich vorweg wahrscheinlich mal verbinden, alles miteinander. Ja, ich stand da gerade drauf. Okay, okay. Ich geh in den Schnee und beweg mich nicht mehr. Die Frage ist, ist dieses komische Doppelmond-Ding das letzte dann, was wir brauchen? Das weiß ich nicht, das haben wir ja nicht gesehen bis jetzt. Das befürchte ich nämlich, dass wir das als letzte brauchen. Das kann sein. So. Aber wir werden das gleich rausfinden. Moment, ich bin gleich soweit, ja? Ist in Ordnung. Ich stelle mich auf jeden Fall nicht drauf. Passt. Aber ich habe das Gefühl, wenn das eine Sternchen-Ding, nachdem das so Treppen hat, wenn das einmal oben ist, ist es vielleicht safe auch? Vielleicht, weiß ich nicht. So, also das Wind und das Meteoritenteil sind jetzt mal nebeneinander. Die Sterne sind dann danach. So, das so Saturn. Spannend. Spannend, spannend. Okay. Hä? Das geht hier ja gar nicht aus. Ja, die Frage ist, ob, wenn man mal auf den Sternchen steht. So, Sterne, Mond war als nächster.
So. Hm. So. Hm. Ich bin jetzt mal am Stern. Okay. Ich gehe auf die Sonne. Theoretisch müsste ich auf den Mond draufgehen jetzt können. Ja. So, jetzt stehe ich am Mond. Mhm. Jetzt müsste ich zum Saturn, aber der ist nicht verbunden miteinander. Nein. Gar nicht. Und du kannst wahrscheinlich nichts verschieben, weil der Mond fix ist, nehme ich mal stark an. Nee, den Mond kann ich, aber den kann ich halt nur wegschieben, dann ist er halt nicht mehr verbunden, dann fliegst du in die Tiefe. Okay, also das Rätsels Lösung ist, dass wir das irgendwie so anordnen müssen, damit wir rüberkommen. Ja, die können. Frage ist, wenn die Sternchen mal da sind, kann ich sie dann bewegen, ohne dass sie wegfliegen oder nicht? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir müssen das alles in die richtige Reihenfolge bringen. Soll ich nochmal schauen? Du kannst gerne mal probieren zum so. Verschieben. Zack. So. So, das nächste war Mond. So. Dann war der. Dann die Sternchen, aber da müsste dann. Warte mal, was war auf der anderen Seite? Der Meteorit, gell? Also, das erste war Stern, dann Sonne, dann Mond, dann Jupiter, dann die Sterne. So. Wenn ich wüsste, was das letzte ist. Warte mal. Schau, ich probier mal das mal aus, so wie du vorgeschlagen hast, wo sich der Weg gabelt. Okay. Aber warte, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Probieren wir es einfach mal. So. Ich glaube, wahrscheinlich wirst du recht haben. Okay, so. Ich glaube es ehrlich gesagt sogar, dass du recht hast. Gut, dann geh mal auf die Sonne. Gut. Passt, jetzt sehe ich das. Jetzt das nächste ist der Mond. Genau. Mhm, ist verbunden. Der Saturn ist das nächste? Mhm. Kann ich? Ja, so. Mond ist jetzt mit Saturn und mit Sternchen. Die Sternen? Ja. Sind die Sterne mit dem Die Sterne, Wind? Pass auf, die Sterne sind jetzt mit dem Schwirbel verbunden. Das ist wichtig, damit es nicht abstürzt. Ich nehme jetzt den Saturn weg, du bleibst auf ich stehe jetzt auf dem Schwirbel drauf. Ist auch in Ordnung. Ich hole jetzt der Meteorit ist jetzt das nächste, gell? Das... Auf der anderen Seite ist der Meteorit. Ist das richtig? Ja, gell? Ja. So, den hole ich jetzt. Also, die Sterne müssen mit dem Kometen verbunden sein. Ja, ja, Kometen. Mit Meteorit halt. So, den hole ich jetzt, der rüber. Die sind aber nicht miteinander verbunden. Warum nicht? Also, eigentlich... Warum verbinden sich die Sterne nur mit dem Schwirbel, aber nicht mit dem Meteoriten? Weil ich nicht auf den Sternen draufstehe. Du siehst den nur, wenn ich draufstehe. Nee, du sollst auf den Sternen draufstehen. Ja, dann gehe ich zu den Sternen. Du solltest generell die ganze Zeit auf den Sternen stehen. Jetzt stehe ich auf den Sternen. So, Komet ist theoretisch verbunden. Dann gehe ich auf den Komet, ne? Mhm. So, als nächstes sind die Doppelmonde. Perfekt, die hole ich schon her, die sind nämlich schon auf dem Weg. Ist verbunden. Als nächster kommt der Mond. Ist auch verbunden schon. Praktischerweise. Und das nächste ist die Sonne. Okay, die ist nicht verbunden. Okay. Geht schon? Du kannst auf den Mond gehen, aber das bringt jetzt gerade nichts. Geh mal auf den Doppelmond wieder zurück. Ja. Du musst das umdingseln. Geh wieder auf den Kometen zurück. Ja. So. Okay. Gut, lass mich ganz kurz überlegen. Der Komet sollte mit den Sternen verbunden sein. Das heißt, wenn ich jetzt den Doppelmond wegnehme... Du stehst auf dem Komet drauf, gell? Ich stehe auf dem Komet, ja. Ist in Ordnung, warte.
Muss das jetzt nur hin und her schieben. So. Das heißt, es war... So, also, nein, warte, ich hab's. Ist schon in Ordnung, ich muss nur in die richtige Richtung fahren. Es war Doppelmond, Sonne, nein, Mond, Sonne, gell? Es war Doppelmond, Mond, Sonne, ja. Richtig, okay. Ist in Ordnung, komm sofort. Du bleibst da stehen, ich sag dir, wann du weitergehen kannst. Okay. Theoretisch müsste ich am Doppelmond... Nein, warte, ich bin mit dem Falschen... Pass schon, noch nicht gehen, ich bin mit dem Falschen gefahren. Alles gut, ich sehe, wenn die Brücke auf uns befestigt ist oder nicht gerade. Ja, aber ich schieb noch vorbei. So. So. Okay. Doppelmond ist verbunden. So. Mond ist verbunden. Sonne ist verbunden. Und ich hoffe, jetzt sind wir drüben, weil jetzt habe ich keinen Spielraum mehr. Ich bin drüben. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir nur schaue ich mal, was ich da drüben machen kann. Meine Nerven. Es ist verschlossen. Okay, aber... Ich bin mal drüben, was auch immer das bedeuten mag für uns. Okay. Ich schaue mal mich um. Du schaust dich mal um. Das ist eine Treppe. Halleluja, ich sag's euch. Okay, Moment. Tada, abenteuerliche Überführung. Ich kann einfach rüberlaufen. Gut. Wir sind getrennt voneinander, also auf jeden Fall, weil ich bin eingesperrt und muss in das Haus rein. Ja, und der Schwirbel war, wie man sieht, das war eine Finte. Ja. Kann das, nachdem alles Sonne und Mond und Jupiter sind, kann das vielleicht für ein schwarzes Loch oder sowas stehen? Was? Naja, das war Sonne, Mond, Jupiter, das waren alle Sternsachen. Mhm. Und ich immer dachte, vielleicht ist das ein schwarzes Loch oder sowas soll das Ach sein. Ach so, das Geschwirbel, das kann sein. Was Ach, du grüne Neune. So, ich bin reingegangen auf jeden Fall. Ich bin auch reingegangen. Okay, ich sehe Symbole verschiedene am Boden. Da sind Zeichen. Das ist immer so bekannt vor, das Level gerade. Das sind Zahlen drin und die Zahlen sind mit anderen Zahlen mit Pfeilen verbunden. Okay. Also, ich habe hier ein. Brett? Oh, ich habe auch ein Brett. A, B, C, D, E und 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und da unten drunter sind Feuer schlägt Gras, Gras schlägt Blitz, Blitz schlägt Wasser, Wasser schlägt Feuer. Okay, das habe ich nicht. Aber ich habe da so kleine Kugeln, die ich in dem Brett wahrscheinlich... Okay, und das zweite, ich bin noch nicht fertig. Und dann habe ich noch Koordinaten. Okay. Nämlich, da steht zum Beispiel, also ich habe zwei Zettel an der Wand, ja? Okay. Einen linken und den rechten Zettel. Der linke Zettel ist 2 minus A3, 7 E2, 6 B4, 5 C3, 10 B3, 9 A4. Okay. Und haben deine Steine irgendwelche Symbole drauf, die du siehst? Ja. Also ich habe halt wie ein Schachbrett mit A, B, C, D, E und 1, 2, 3, 4, 5 und da sind verschiedene Steine. Es ist ein Blitzstein in B1, ein Dendrostein in B4, ein Feuerstein in D2, ein Blattstein wieder in E1, Blattstein in E5, das ist korrekt. Okay, ich sehe genau das gleiche. Okay. Oh, jetzt hast du da irgendwas in ja, ich kann da Sachen einsetzen auf okay. jeden Fall. Kannst du irgendwas einsetzen? Nein, ich kann auswählen, wo man was einsetzt. Weil ich war jetzt gerade habe jetzt gerade über B3 rüber gehovert und jetzt wäre da sozusagen was eingesetzt worden in B3. Na, weil ich da gedrückt habe. Okay. Du kannst probier mal B3 zu drücken nochmal. B3 ist gedrückt. Okay, passiert nichts. Ich probiere mal. Schau mal, ich kann auf D5 was einsetzen zum Beispiel. Na, da ist jetzt D4 ist jetzt was drin. Ah, meine ich, Entschuldigung. Und ich kann auch wieder wegnehmen. Und ich kann verschiedene Elemente einsetzen. Okay. Also im Prinzip muss ich hier alles bedienen. Kannst du die fixen Steine bewegen oder sowas in der Richtung vielleicht? Die schon da sind? Ich kann da was verbinden. Siehst du das? Ja, das sehe ich. Ich kann Lava machen. Okay. So,
Gut, also du kannst was verbinden und ich kann Steine setzen. Mhm. Jetzt haben wir die Information, Feuer schlägt Gras, Gras schlägt Blitz, Blitz schlägt Wasser, Wasser schlägt Feuer. Okay, Feuer schlägt Gras. Zum Beispiel. Da passiert aber nichts. So, und dann habe ich halt eben noch diese zwei Zettel an der Wand. Mhm. Einen linken und einen rechten. In okay. Linken habe ich, es sind immer Zahlen, die sind in einem viereckigen Rahmen. Und dann habe ich rechts davon immer die Koordinaten A3, E2, B4, C3, B3. Mhm. Und die Zahlen sind 2, 7, 6, 5 und 10 und 9, 1, 8, 3 und 4. Okay, Moment. Ich habe aber auch noch was hier liegen, okay? Was denn? Ich habe Bücher liegen. Aha. Auf diesen Büchern sind Zahlen drauf und diese Zahlen... Mhm. Beziehungsweise die Bücher sind eingekringelt mit einem orangen Leuchtstift. Plus ein Pfeil zeigt auf ein anderes Buch. Zum Beispiel da ist ein Buch mit einer 6 anscheinend drauf. Und da zeigt der Pfeil auf eine 7. Da ist ein Buch mit einer 10. Die zeigt auf eine 8. Okay, na das macht jetzt schon langsam Sinn. 3 zeigt auf 2. 5 zeigt auf 1. Und 4 zeigt auf, das müsste dann die 9 sein. Ja. Weil ich habe hier halt eben die Zahlen mit Koordinaten, die passen. Okay. Das heißt, wir müssen... Okay, machen wir mal das erste Buch. Mhm. Das ist... Was, sagst du? Das wäre die 6 auf 7. Okay, die 6 ist B4. Mhm. Okay, B4. Habe ich ausgewählt. Okay, du kannst... Das haben wir schon eingesetzt. Mhm. Und auf die 7 ist E2. So. B4 auf E2 haben wir. Das heißt, auf E2 muss das, was von Pflanze geschlagen wird. Ja, Blitz, das habe ich gerade eingesetzt. Jetzt ist es blau. Das schaut gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Ich glaube, wir sind auch auf der richtigen Spur. Das war Buch Nummer 1. So, Buch Nummer 2 ist 10. Aha. Auf 8. Okay, 10 ist B3. B3? Mhm. Da ist nichts eingesetzt. Okay, ich setze mal einfach einen Stein ein. Ist in Ordnung. Und was war das andere? Auf 8? Auf 8. 8 ist E1. E1 ist Pflanze. Also B3 auf E1. Was also muss Feuer. Okay, Moment. So. Und jetzt müssen wir dann nur noch wie bei Flow schauen, dass wir uns keine Flows da kaputt machen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, das kann man noch immer schauen. Okay. So, nächstes Buch. Okay, warte kurz. Mein Gehirn. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, das Rätsel. Nee. Das ist eher... So, 3 schlägt 2. 3 schlägt 2, 3 ist B1, das haben wir eingesetzt, das ist Blitz. Und 2 haben wir gesagt, 3. 2 ist A3. Okay. Blitz A3. Schlägt? Blitz schlägt Wasser. Okay, da muss da Wasser hinmachen. Okay, das kann man schon mal fix sagen, das ist, wenn wir vom Flo ausgehen, ist das Einfachste. Ja. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich den ersten, was wir gesetzt haben, also Pflanze zu Blitz, werden wir wahrscheinlich anders setzen. Können wir dann noch immer schauen. Weil, so, aber wurscht. So, das letzte. Oder komm. Es sind noch 2 da. Ja, ich muss noch 2 Steine einsetzen. Von 5 auf 1. 5 ist C3. Mhm. Okay, da haben wir... Okay, das setze ich mal ein. Und auf 5 auf 1 ist D2. D2, okay, das ist einfach... Dann haben wir es hier richtig. Was schlägt Feuer ist? Wasser. Da muss ich Wasser draus machen. Na, dann haben wir es hier richtig gemacht. Schau. Und sehr jetzt gut. Brauchen wir das letzte noch. Das letzte ist, warte, ich gehe hin. 4 schlägt, in dem Fall wäre das... Warte, ich muss nur schauen, warum das Buch liegt. Müsste dann theoretisch 9 sein. 9. A4. Ja, das kommt hin.
So. Warte mal. 4 ist E5 schlägt. Also das heißt, es ist Pflanze schlägt Blitz. Da musst du Feuer machen. Nee, Blitz muss ich machen. Wieso Blitz? Du hast gesagt, 4 schlägt E... 4 schlägt 9, okay. Hast du gesagt. Okay. Die Kathedrale. Ah, da war mir gut. Das haben wir jetzt super schön gelöst. Ich würde auch sagen, souverän. So, ich bin jetzt in einem Planetarium. Ein Planetarium? Na, ich habe da so Planeten... Wenn dann ein Planetarium. Meine ich... Oh Gott, ich kann auch schon immer reden. Planetarium. Es tut mir leid, dass ich deswegen lache. Na, verstanden. Alles das gut. War mir niedlich. Ich bin vor einer Tür und kann nicht weiter. Ich auch nicht. Okay, das... Hast du sonst noch irgendwas in dem Raum? Finsternis. Da sind Bücher, die kann ich nicht anklicken. Klick da. The Medical Directory. Sie ist zu. Ich habe mehrere Türen, die verschlossen sind. Aber okay. Ich habe noch einen Weg weiter. Sekunde. Okay, ich habe anscheinend nur eine Tür, die weitergeht und die ist verschlossen. Hier ist eine Kanalisation runter. Over. Over? Over. Okay, ich kann auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ich auch nicht. So. Ich habe einen glühenden Schwertgriff. Kommen wir jetzt? Ich habe eine Cutscene gerade. Ja. Okay. Ich habe einen anderen NPC gefunden, der mit mir redet. Okay. Der hat gesagt, ich muss irgendeinen Stein finden und was hochfahren. Damit wir ins Gewächshaus kommen. Okay. Ach du liebes bisschen. Ich hab da neu im Buch. Ich hatte auf jeden Fall so einen glühenden Schwertgriff in der Hand, so einen leuchtenden, weiß leuchtenden. Okay. Moment. Ich bin jetzt in einem riesigen Lab mit einer Blitzkugel über meinen Kopf. Okay. Ach du liebes bisschen. Am Boden ist überall Wasser. Das ist auch nicht gut. Ah, warte mal. Nehmen. Ich hab eine Kerze zum Leuchten. Das ist schön. Ich habe Sicherungen, die ich da rausnehmen muss. Die haben verschiedene Farben. Ich habe einen Gang gefunden. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich brauche deine Hilfe, damit ich hier weiterkomme. Ich, ja, warte, ich warte, warte. Ich habe eine Sicherung, die ich rausnehmen kann. Ich bin irgendwo im Keller. Oh, okay, Sicherung. Oh Gott. Mit Farben. Ja. Wie so ein Sphero-Brett. Die muss ich einsetzen. Gut. Wir haben immer zwei Farben. Oh, da ist auch Wasser auf dem Boden, das ist schlecht. Oh Gott, es kommt runter, das ist timed. Wurscht, wenn wir es nicht schaffen. Wir haben eher nicht immer Checkpoints normalerweise. Okay, also, hast du da eine Art Sphero-Brett? Nein, ich habe viele Sicherungen, die ich einfach in die Hand nehmen kann und einen Schalter in der Mitte. Okay. Weil ich habe da so eine Art Sphero-Brett oder so eine Art Pentagramm, wo unterschiedliche Sicherungen miteinander verbunden sind. Manche haben zwei Farben, manche haben nur eine Farbe. Ja, das gibt's bei mir alles zur Auswahl. Ja. Ich habe eine grün-gelbe Sicherung hier zum Beispiel, die schon eingesetzt ist. Grün, also von links nach rechts oder von rechts nach links? Also zuerst links gelb, rechts grün. Okay, die wäre relativ in der Mitte, rechts oben, zentral. Dann habe ich eine, wo ich was einsetzen muss und danach kommt eine links rot, rechts blau. Okay, die ist auch mittig und ist eher links oben, nicht das ganz zentralste. Ja, und dazwischen musste ich was einsetzen. Okay, dazwischen musst du was einsetzen. Die ist nur linksgelb. Nur linksgelb? Nur linksgelb. Okay, ist eingesetzt. So, dann habe ich rechts von der rot-blauen, also links-rot, rechts-blau, habe ich wieder was zum Einsetzen. Okay, ist die mit was anderem noch verbunden?
Nein, das sind nur Leere. Da kommen jetzt nur Leere. Okay. Also mit der rot-blauen ist entweder verbunden blau-blau und es gibt noch eine, die ist blau-gelb, aber die blau-gelbe ist auch mit der gelb-nichts verbunden. Dementsprechend glaube ich, dass du von der blau-blauen reden müsstest. Okay, blau-blau habe ich. Okay. Eingesetzt. Nach der blau-blauen kommt was, theoretisch? Das nicht. Entweder blau-blau kann mit blau-gelb sein oder nur rot-nichts. Rot-nichts ist mit der gelb-grünen verbunden und blau-gelb ist mit der rot-blauen verbunden. Ja, okay, bei mir ist das ein Kreis mehr oder weniger. Ja? Okay. Also, ich habe hier jetzt gelb-grün, gelb-nichts, dann rot-blau, blau-blau und dann habe ich nichts-nichts-nichts-nichts und dann fängt es wieder gelb-grün an. Nichts, 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 nichts und dann fängt es wieder gelb-grün an? Ja. Okay. Also ich muss noch zwei Sicherungen einsetzen. Okay. Okay, wenn es ein Kreislauf ist, dann würde ich sagen, nimm die blau-blaue nochmal raus und ersetze sie durch die blau-gelbe. Ich habe keine blau-gelbe. Okay. Hast du eine rot-nichts? Rote nichts habe ich, ja. Okay, dann setz die bitte ein. Dann geht es vielleicht außen rum. Okay. Dementsprechend wäre die nächste blau-grün. Blau-grün habe ich nicht. Was hast denn du noch? Ich habe gelb-gelb, grün nichts, rot-rot. Gelb-gelb gibt's rot, nicht. Rot-grün gibt's. Aber die ist mit blau-gelb und mit blau nichts verbunden. Es ist verbunden mit gelb-grün auf der gelben Seite. Gelb-grün ist verbunden mit gelb-nichts, rot-nichts, blau-grün und blau-nichts. Okay, ich bin gleich tot, aber das macht nichts. So. Panik! Tut mir leid, ich kann dir nur... Was ist bei dir? Da ist ein Elektroschock rausgekommen. Ja. Aber ich lebe noch. Gut. Das nutzt mir nichts. Wie gesagt, ich muss 5 Sachen einsetzen. Und, okay. Ja. Und dein Ausgangspunkt war die rot-blaue und die gelb-grüne. Genau, und dazwischen haben wir etabliert, ist die gelb-nichts scheinbar. Ist die gelb-nichts, okay. Und dann habe ich halt noch, wie gesagt, kreisförmig rundherum. Mhm. So. Blau-gelb hast du nicht, hast du gesagt. Ich habe. Nein, habe ich nicht. Okay, dann muss an der rot-blauen blau-blau sein. Aber hast du rot-nichts? Rot-nichts habe ich auch, ja. Okay, an der blau-blauen ist rot-nichts. Okay, also zuerst mal blau-blau, dann rot-nichts. Mhm. Und theoretisch müsste dann gelb-grün. Eins fehlt noch. Gelb-grün. Habe ich nicht. Blau-grün. Habe ich nicht. Ich hab nur mehr blau-nichts, gelb-gelb, rot-rot. Grün nichts und warte mal. Die Reise ist vorbei. Das war ein ordentlicher Schock. Ja, das war's wirklich. Okay. Puh. Ich wüsste nicht, wie man das anders lösen sollte. Ist meiner Meinung nach ein bisschen schwerer, das Spiel auf jeden Fall. Und die Sicherungen kannst du nicht drehen, oder? Nein. Okay, gut. Ja, nur, dass ich das mal... Okay. Also eins ist fix. Rot-blau und gelb-grün sind nur... Wenn nur eins dazwischen ist, ist nur durch gelb-nichts verbunden. Also ich habe 2 fixe Sicherungen. Ja. Das ist gelb-grün, mit dann dazwischen nichts und dann rot-blau. Mhm. Und das Einzige, was nur mit einem dazwischen verbunden ist, ist gelb-nichts. Okay, also das ist eigentlich einmal das Einzige, was wir uns ankommen mit Sicherheit. Okay, wir gehen mal auf der anderen Seite lang, okay? Okay. So, bei gelb-grün. So, warte mal, ich gehe wieder rein und starte den ganzen Prozess. Ich bin noch nicht reingegangen. Okay. So, also gelb-grün. Aber jetzt, was ist bei gelb dran? Was? Gelb-grün habe ich jetzt. Genau. Ich stehe jetzt vor gelb-grün. Mach, auf jeden Fall mal gelb-nichts in die Mitte zwischen die beiden. Okay? Okay. So. Was ist drin? An gelb-grün ist verbunden bei mir blau-nichts, blau-grün, rot-nichts. Blau-grün habe ich nicht. Okay. Hast du blau-nichts? Blau-nichts habe ich, hätte ich, ja. Okay, setz mal die ein. Okay, das ist jetzt mit gelb-grün verbunden. Perfekt.
Ja? Hast du Rot-Grün? Rot-Grün habe ich, ja. Gut, dann das daran. Okay. Aber Blau-Gelb hast du nicht, gell? Nein. Dann setz auf der anderen Seite Blau-Blau ein. Dann haben wir überall was drinnen, rein theoretisch. Aber es ergibt keinen Sinn, weil die nicht miteinander verbunden sind. Ich kann jetzt den Schalter ziehen und schauen, was passiert. Du hast wahrscheinlich einen Elektroschock bekommen. Nö, ich habe nichts bekommen. Oh, warte mal. Nee, es war richtig scheinbar. Oder? Nein. Ich habe gesehen, dass Blau mit Rot-Grün reagiert hat. Blau mit Rot-Grün. Sah zumindest so aus. Mach nochmal den Schalter. Okay, du siehst was scheinbar, wenn ich den Schalter ja ziehe. Das wäre vielleicht auch wichtig gewesen. Ja, zwischen Blau und Rot-Grün leuchtet es. Von Blau nach Rot-Grün geht ein Funken. Okay. Sonst habe ich keinen Funken gesehen. Okay, das heißt, die anderen sind irgendwie nicht richtig. Okay, dann nimm die anderen mal raus. Also Blau-Blau ist einmal falsch. So, von Rot-Blau haben wir gesagt Blau-Blau. Ja, aber das ist falsch scheinbar. Weil da ist kein Funke weitergegangen. Aber Blau-Gelb hast du ja nicht. Nein, habe ich nicht. Hast du Gelb-Blau? Nein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Setz mal in die Mitte Blau-Blau ein. Einfach nur testweise. Wo in welche Mitte? Da, wo die Gelb nichts ist. Okay. Soll ich mal Hebel ziehen? Zieh einfach mal und schau mal, ob irgendwas passiert. Achso, das geht. Ah, das kann nicht funktionieren, weil das geht in einen Kreis. Okay. Das fängt nämlich bei der einen an, bei Blau nichts. Soll ich wo einsetzen? Blau nichts geht, da geht's eh weiter, ja. Ja. Bis zu Rot kommen, ja. Ja. Versteht ihr das? Das Kabel nicht reißt, sondern die Reihenfolge nach dem Kabel. Oh, ah, warte mal. Ich habe oben ein Kabel. Okay. Das Kabel fängt an. Bei Blau nichts, das haben wir richtig gehabt, okay? Ja. Mhm. Dann kommt Rot-Grün, hast du gesagt. Ja, und das hat funktioniert. Da habe ich einen Blitz gesehen, der von Blau nichts nach Rot-Grün ging. Genau. Dann, das geht nicht im Kreis, sondern als nächster wäre dann Gelb-Grün dran. Ah, Gelb-Grün geht entweder nach Gelb-Nichts, Blau-Nichts, Blau-Grün oder Rot-Nichts. Danke, Engelchen. Wir haben es jetzt. Also, pass auf. Ich nehme mal alles raus, was man nicht rausnehmen kann. Wir werden das wahrscheinlich noch mal vorne anfangen. Engelchen. Weil die Reihenfolge ist, da gibt es einen Orb, der geht jetzt zu Blau-Nichts. Der geht dann weiter zu Rot-Grün. Mhm. Der Rot-Grüne geht weiter zu Gelb-Grün. Gelb-Grün geht weiter zu, was ich einsetzen muss. Mhm. Was hast du da gesagt? Kommt da rein? Theoretisch könntest du Gelb-Nichts einsetzen, Rot-Nichts oder Blau-Grün. Okay, und der geht dann... Du hast gesagt, gelb nichts, so. Schauen wir mal. Einmal, geht weiter zu dem. Geht weiter zu dem. Okay. Jetzt bin ich geblitzelt. Ja, ich auch. Aber ich hab's jetzt. Das ist jetzt... Ich habe oben nicht gesehen, dass die Kabel, diese Dinger mit einem Kabel verbunden sind, an einer anderen Reihenfolge, nicht im Kreis, sondern... Ich habe immer versucht, es im Kreis zu machen. Und es hat irgendwie vorne und hinten dann keinen Sinn ergeben. Nee, jetzt, das habe ich nicht gesehen. Aber Engelchen hat mich darauf aufmerksam gemacht. Danke, Engelchen. So. Bevor ich jetzt irgendwas drück. Na. So. Lass mich jetzt nochmal kurz in mich gehen. Manchmal würde ich gerne Evos Seite sehen. Ja. Ich hole mir ganz kurz ganz schnell was zu trinken. So. Okay. Naja, die Kabel sind schon auffällig. Kira hat jetzt kurz gerade auf meinen Screen kurz gelinst. Das sieht man nur, wenn ich dann runterspringe, da bin ich sehr viel weiter unten, die sind dann ganz weit oben.
Dann muss ich hier aktiv nach oben schauen. Dafür. Schau, da geht's weit runter. Und siehst du, da fängt's an und dann geht's dann so weit. Also da fängt's an, da geht's weiter und dann geht's. Du sagst mir einfach, was du brauchst. So. So. Wir haben nichts, dann nichts. Dann geht's weiter zu gelb-grün. Links von gelb, also was ist an gelb dran, haben wir gesagt? Nur gelb? Nur auf, also gelb-grün habe ich da. Gelb-grün. An gelb-grün ist dran. Gelb nichts, rot nichts, blau-grün und eigentlich blau nichts. Aber blau nichts ist ja der Anfang. Das hilft nichts. Das ist mir kal- okay. Das macht keinen Sinn. Weil es gibt nur zwei Wege weiter. Okay. Zwei Wege. Ja, da, es muss eins von denen sein. Ja, das sind aber alle, die ich habe. Okay, geht das dann noch weiter an irgendwas danach? Ja, es geht noch nichts, 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 nichts oder in die andere Richtung. Also gelb-grün ist genau in der Mitte, mehr oder weniger. Gelb-grün geht. Grün geht weiter zu nichts und das geht wiederum weiter zu rot-blau. Da haben wir gesagt, muss irgendwas drinnen sein. Dann gib mal gelb nichts ein. Das hat letztes Mal schon nicht funktioniert. Okay, dann gib mal blau-grün rein. Glaube ich, warte mal. Oder? Nein, ich probiere nochmal gelb nichts, okay? Mhm. So. Also eins, zwei, gelb nichts. Habe ich da mal reingegeben. Mhm. Okay. Und von das geht dann daher und dann muss ich nur. Was ist, kommt nach rot-blau? Nach rot-blau haben wir gesagt, war blau-blau. Weil du blau-gelb nicht hattest. Und nach blau-blau kommt dann rot nichts. Hä? Okay, ich. Also nach rot-blau kommt, sagt laut dir, blau nichts. Dann nein, ist aber nach rot-blau kommt blau-blau. Blau-blau. Okay, ich setz das mal ein. So, und jetzt müssten wir halt noch die vor gelb-grün haben. Mhm. Hast du blau-grün? Nein, oder? Nein. Dann kann es nur rot nichts sein. Rot nichts? Rot nichts. Okay. Und dann, was ist vor rot nichts? Blau-blau. Ja, blau-blau ist aber schon am Schluss. Ich bin verwirrt. Machen wir das nicht nach der Reihenfolge? Wir haben von der Mitte aus angefangen, weil ich mit der Mitte haben wir das Einzige, was fix eingesetzt ist. Okay. Die Mitte war gelb-grün. Mhm. Gelb-grün geht weiter zu. Rot-nichts. Rot-nichts? Ja. Okay, da hast du mir gelb-nichts einsetzen lassen gerade. Rot-nichts. Na, rot, also, gelb-nichts, weil du hast dann gesagt, danach geht's weiter mit rot-blau. Ja, geht's dann auch weiter. Ja, dann ist es auf jeden Fall gelb-nichts. Okay. Also gelb nichts. Und dann kommt Nummer 1, das ist das letzte. Das müsste dann blau-blau sein. Okay. Aber das brauchen wir auch am Anfang. Ich habe nur ein blau-blau. Ich habe ein blau nichts noch. Okay. Blau nichts ist aber mit gelb-grün. Ist es jetzt doch im Kreis oder wie? Nein. Komm zu mir. Komm her. Ich zeig dir das sonst. Schau. Ich hab, da fängt der Blitz an, der geht dann daher. Okay. Der geht dann daher, dann geht er daher, das ist fix. Okay. Dann geht er daher, da hast du mich gelb nichts einlassen lassen. Dann ist er daher, da ist es blau-rot, das ist fix. Und dann geht's daher und hast mich blau-blau und dann ist zur Tür. Okay. Damit du dir das vorstellen kannst. Und wir haben zwei Fixe eben. Die sind in gewissen Orten auch angeordnet, oder? So, oder sind die nur außen angeordnet? Die sind einfach mit den Kabeln verbunden. Die Kabel geben da an die Reihenfolge an. Ja, aber ich habe im Kreis und drei in der Mitte. In der Mitte habe ich gar nichts zum Einsetzen. Okay, also sind sie nur außen. Nur außen, ja. Okay. So, also wir müssen einen Weg finden von A nach B. Und genau. Du musst mir jetzt sagen, welche fix eingesetzt sind. Ja. Gelb-grün und. Welche Position? Die erste, zweite, dritte. Die dritte. Weißt du, was du dann mal machst?
Ja? Du tauscht Rot-Blau und Blau nichts aus. Das Blau nicht. Rot-Blau kann ich nicht tauschen. Das ist nein, fix. Rot-Grün. Rot-Grün. Rot-Grün 1. So, wo kommt Rot-Grün 1? Am okay. Anfang. Gut. Dann Blau nichts an zweite Stelle. Okay. Jetzt verstehe ich, dass es doch miteinander verbunden ist. Das dritte ist fix Gelb-Grün. Genau. So, das vierte ist leer. Das vierte ist leer. Das vierte ist leer, da kommt was rein. Da ist bitte dann Gelb nichts. Okay. Weil das fünfte ist fix, ist Rot-Blau. Ja, und das letzte ist Blau-Blau dann, das oder letzte was? Ist Blau-Blau. Gut, ich mach mal den Schalter. Das müsste perfekt sein. Geht. Eins, zwei, drei, ja. Vier, fünf. Ich hätte nur die Positionen sechs. Gebraucht. Dass es von einer Seite anfängt und an welchen Positionen was ist. Dann hätte ich nur den Weg finden müssen. Das war alles, was ich gebraucht hätte. Ja. Und das habe ich da versucht die ganze Zeit zu erklären, dass das eine Linie ist, wo in der Mitte das Ding anfängt. Na, am Anfang habe ich immer gedacht, das muss ein Kreis sein, ja, ein ja, Kreislauf. Dann habe ich da gesagt, nachdem wir das mit den Kabeln entdeckt haben, dass es kein Kreis mehr ist. Na, das, was uns verwirrt hat, ist, dass von Blau nach Rot-Grün gegangen ist, aber es ist eigentlich direkt andere Richtung. Und dass ich nicht wusste, dass jetzt die fix waren auf Position 3 und 5 waren. Weil nachdem ich das wusste, dass die auf 3 und 5 waren, wusste ich den Weg. Okay, passt. Gut. Ende gut, alles gut. So, ich bin wieder im Planetorium. Ich hab's jetzt absichtlich falsch gesagt. Servus, die Wadeln. Ich krieg Kopfschmerzen. So, kannst du jetzt weiter? Dann wieder zurückgehen und schau jetzt mal, ob die Tür jetzt oben offen ist. Ja, die Tür ist offen. Planetorium. Ich hab wieder den leuchtenden Schwertknauf. Leuchtenden Schwertknauf. Da kommen Schwertteile hinzu. Der Zweck dieses Tunnels ist, einen sogenannten Seelenstein herzustellen. Oh. Ihr müsst jetzt alle Teile dafür finden. Eines davon ist hier im Gewächshaus. Findet es. Sucht im Quartier des Hochalchemisten nach mir, wenn ihr fertig seid. Viel Glück. Hat mir gerade der andere Eskimo-Typ da gesagt. Na, servus. So. Kannst du jetzt weitergehen? Ja, ich bin in einem Raum drin mit Tyrannia-Ranken. Okay, ich bin in einem Raum drinnen mit ganz vielen Sporen, die herumfliegen. Es ist sehr grünlich und sehr sporig. Aber ich habe hier eine... Ich habe hier Röhren, die ich in die Hand nehmen kann und einsetzen kann. Mhm. Dann habe ich, oh Gott, Halleluja, ein Röhrensystem. Ganz viele Röhrensysteme. Mhm, ich habe auch ganz viele Röhrensysteme. Da kann ich irgendwelche Samples reingeben. Ich habe auf jeden Fall einen gelben und einen blauen Schalter noch. Oh, und da kann ich irgendwas verbrennen lassen auch. Okay, scheinbar muss ich irgendwie... Aha. Okay, und ich kann dazwischen Röhren einsetzen und Wege und Umleitungen zu machen. Möchtest du noch weitermachen oder möchtest du an der Stelle eine Pause machen? Das musst du sagen, wie du damit. Oder das eine Rätsel noch. Wie dir danach ist. Das musst du sagen. Sieht nämlich relativ kompliziert aus. Und es ist schon 23 Uhr. So. Okay, lass mich mal ganz kurz was nach. Lass mich kurz mal. Wir sind in Kapitel 7 von 10. Also wir sind genau in der Mitte circa. Also wenn du aufhören willst, ist jetzt natürlich ein guter Zeitpunkt dafür. Ja, aber ich glaube, ganz durchschaffen wir das heute eh nicht mehr. Nein, es kommen noch 7, 8, 9, 10 und die 7 sind mehrere Parts auf jeden Fall. Okay. Ich habe ganz kurz jetzt mal nachgeschaut. Okay. Aber da müssen wir jetzt so wahrscheinlich an so Flüssigkeiten transportieren. Und ja, es hat irgendwas auch mit Farben und Pflanzen und sowas zu tun. Genau. Na, ich habe hier
Röhren 2, 4, 5, 6, 7 und ich muss, da kann da überall was einsetzen und dann drehen und dann habe ich schalterfarbige. Ja, ich habe auf jeden Fall verschiedene Öfen und Mischmaschinen, Röhren, irgendwas anderes noch zum Mischen oder so. Muss mir wahrscheinlich Waren rüberschicken, weil ich habe dann auch so einen kleinen Lokomotiven-Dingsbums. So Schienen oder sowas, da kannst du mir wahrscheinlich was rüberschicken. Mhm. Ah, ich habe eine Röhre. Eine Verbindungsröhre. Ah, noch eine Verbindungsröhre. Ja, die muss man einsetzen auf jeden Fall. Und eine rostige Sprühpumpe. Oh Gott, das schaut kompliziert aus. Aber wenn's du willst, wenn's nicht mehr magst, kann man auch pausieren. Das bleibt. Ich glaube, das wird ein bisschen komplizierter. Jetzt nehme ich dann. Hilfe. Hast du gerade was gedrückt? Ja, ich habe gerade den gelben Schalter umgelegt. Ich merk's. Ah ja. Okay. Dreh mal den gelben wieder ab. Da kommt Gas raus. Und den blauen? Okay. Also ich kann Feuer machen scheinbar. Oder Gas. Hast du Schalter? Ja, ich kann rotieren die Röhren. Aber ich meine, so Farbe geschaltet, das wäre jetzt nämlich. Nein. Oh, hast du einen roten Schalter jetzt umgelegt? Ja. Okay. Dann brennt es nämlich bei mir rot. Warte mal, den nehme ich raus. Den nehme ich raus. Wenn ich da einen geraden einsetze. Sicher noch ein Rohr oder so. Wir müssen wahrscheinlich auch Röhren tauschen. Wie sollen wir Röhren tauschen? Wir sind weit voneinander getrennt. Ja, da sind doch diese Schienen. Da hast du auch Schienen bei dir irgendwo? Nein, ich habe gar keine Schienen da. Okay. Ah, warte mal, da ist noch so eine Eckröhre. Ich setze einfach mal ein. Hast du einen grünen Schalter auch noch? Warte mal, lass mich mal schauen. Ich muss grün auch. Grün muss auch noch irgendwo geben. Fuck. Ah nein, wir werden wahrscheinlich Farben mischen müssen. Ja. Dreh mal den roten ab. Ich probiere mal ganz kurz was. Okay. Oh, jetzt kommt gelb. Oh, jetzt kommt grün. Ja, wenn es die Farben mischt, kommt eine andere Farbe raus. Mhm. Okay, also wir können Farben mischen, damit wir Ergebnisse bekommen. Mhm. Und wir müssen wahrscheinlich da. So, das geht da weiter, das geht da weiter, das geht dann dahin, das geht dahin. Warte mal, da habe ich noch ein Rohr. Ich glaube, ich klinke mich mal aus für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns bestimmt morgen wieder. Passt, Heschi, mach's gut, schlaf gut. Bis morgen. Bis morgen, Heschi. So. Rein theoretisch müsste bei dir jetzt. Warte mal, ich mache jetzt nochmal grün an. Oh. Ich habe da. Es wird jetzt ein bisschen was passieren gerade. Mhm. Ich habe jetzt gerade grün. Oh, bei mir ist grün jetzt voll rein, theoretisch. Ich habe gerade grün fertig. Hast du eine grüne Tonne zum Befüllen? Was für eine Tonne? Da gibt es so Destillieranlagen. Ich weiß nicht, ob du die auch hast. Ah, okay. Glaub ja. Zwei ist bei mir grün. Na, so Fässer mit einer Anzeige drauf. Hast du Fässer? Den? Nein. Okay. Ich habe nur das Wissen über Farben und Pflanzen. Okay, ich habe theoretisch drei Fässer, die ich befüllen muss. Mhm. Grün ist jetzt fertig. Ich muss jetzt noch Orange und Lila befüllen. Mhm. Ah.
Im Prinzip musst du nur wahrscheinlich Leitungen bauen, die dann bei mir rauskommen in Wirklichkeit. Wahrscheinlich hast du jetzt zufälligerweise die grüne schon gelöst. Wahrscheinlich. Gemacht. Also wir haben gerade grün gelöst, mehr oder weniger. Okay. Okay. Na warte mal, woanders hin. So. Zum Beispiel machen wir mal warte mal. Orange. Ist gelb und grün. So, ich mach mal rot rein. Ja, jetzt ist bei mir orange. Genau, jetzt haben wir orange. Und jetzt müssten wir einsetzen, damit orange sich richtig verbindet miteinander. Also bei mir ist auf jeden Fall orange da. Ja, orange. Und jetzt muss ich nur die richtigen... Ich habe bei mir noch keine Röhren eingesetzt. Okay. Ich muss jetzt mal schauen, wie die Röhren richtig gehen müssen, damit die da hinkommen. Zu orange. Nehmen mal an, so. Wupp. Okay, warte mal. Ich hoffe, das hilft, was ich gemacht habe. Lass mich mal kurz schauen. Das geht da. Orange kommt da raus. Sehr farbiglich. Mhm. Orange. Aber warte mal, ich habe eh nur drei Sachen, die ich einsetzen kann. Okay. So, gut. Gut. Lass mich kurz. Ich muss nur kurz philosophieren. Ist in Ordnung. Ich da. So. X. Keine Ahnung, was das da macht. Also es kommt mir auf jeden Fall komisch raus. Das kann ich nicht darüber leiten, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei dem muss man was umbauen wahrscheinlich. Mhm. Warte mal. Aha. Ich meine, es ist alles bei mir verbunden miteinander. Es ist nichts nicht verbunden. Alle Röhren sind miteinander verbunden. Ja, das schon, aber die kommen... Du hast ja Zahlen bei den Röhren. Ja. Und die Zahlen kommen bei mir raus, weil ich habe auch die Zahlen. Okay. Und bei mir kommt die in allen möglichen Richtungen raus, wie ich sie nicht verbinden kann. Okay. Also orange sollte sein bei 1, 2, brauchst du es bei 3? Ich brauche das. So, jetzt kommt es bei 1 und bei 3 raus. 7 ist okay, 6 ist okay. Außer du brauchst es bei 1, 2 und 3, das müsstest du mir sagen. Dann hole ich schnell das andere rüber. Wenn ich das daraus mache, dann geht's. Weil da ist nichts drin. Ah, da ist auch orange. Jetzt ist orange bei mir auch noch bei 6 und bei 7. Warte mal, ich hab's 6, vielleicht. 6, 7, 4 und 5. Bei allen außer bei 2 sollte orange rauskommen. Hallöchen, Dr. Aschente oder Aschente. Willkommen, danke fürs Follow. Orange haben wir geschafft. Orange ist fertig. Sehr gut. Okay, das ist gar nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir lila bauen. Lila, okay. So, ich nehme mal alle Dinger da raus. Ich habe auch wieder alles rausgenommen. Zack. So. Blau ist bei mir an. Ich habe rot auf jeden Fall. Frage ist, wo kommt blau raus? Ich habe blau aufgedreht jetzt gerade im Moment. Mhm. Dreh mal kurz rot auf. Rot ist aufgedreht. So, ich kann mal. Rot nur abdrehen. Ja, warte kurz. Kommt's warte, blau ist bei 2. Gut. Warte mal ganz kurz. Ich muss nur kurz was anderes einsetzen, weil da war das Falsche. So, jetzt müsste bei dir was rauskommen. Jo, ich sehe blau. Wahrscheinlich so. Blau. Oh, warte. Und
Stück. Zack. So, ich habe Lila geschafft. Du musst mir nur sagen. Hey, Lila ist gut. Du musst mir nur sagen, wo du Lila brauchst. Rein theoretisch. Narben, das erste war richtig. Was habe ich denn als erstes gesagt? Dr. Aschente? Wobei alles okay ist, außer Arschente. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Verstehe ich jetzt nicht. Theoretisch ist alles richtig. Warte mal, da kann ich noch was verbinden. So, jetzt habe ich praktisch fast überall Lila. Ich habe Lila bei 2. Warte mal. Oh nein, doch nicht. Was habe ich denn da gemacht? Da kommt Lila raus. So, wenn ich es so mache. Zack. So. Nein, eigentlich nicht. Warte mal. Lass mich ganz kurz was umplatzieren. Zack. Da kommt nun. Und da setze ich den ein. So. Okay, ich nehme mal den. Ich korrigiere mal bei mir. So. Hi, spannendes Game. Wie weit seid ihr in dem Game? Wir sind jetzt in Kapitel 7 von 10 anscheinend, Schokolux. Na, irgendwas stimmt nicht. Wir okay. haben. Bei mir. Also, ich habe Lila jetzt auf 7, 6, 5, 4, 2 und 1. Das Problem, was ich habe, ist. Ich habe Lila ganz am Schluss auch schon, aber ja. es ist nicht genug Druck da, damit sich das füllt. Das Problem ist nämlich, bei manchen Dingen kommt es extra raus, da ist zu viel. Ah, okay. Okay. Die Frage ist, du. Die Frage ist, wo müsste es dann bei dir rauskommen? So. Oh mein Gott. Also, das haben wir. Weil dann nehme ich Dinger raus. Gerade, das ist so und das ist so. Also bei 5. Ja. Also nein. Wie gesagt, ich kann mir wieder nicht vorstellen, was du brauchst. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja. Das Problem ist, das ist sehr kompliziert hier angebracht, gerade auch. Okay. Also 4 ist auf jeden Fall zu viel. 4 ist zu viel, okay. Ja. Wenn es gleich. Ich kann nur 4 und 5 gleichzeitig befüllen. Ja, ist beides schlecht. Nehmen wir 4 und 5 weg. Okay, gut. Dann ersetze ich das durch den. Dann kommt es nur noch, sollte dann nur noch in 6 und 7 und 4 und 5 sollten weg sein. Okay. Also ich habe jetzt theoretisch 1, 2, 6 und 7. Okay, ich habe jetzt noch 2 Lecks hier. Okay. Einmal ist bei 1 ein Leck. Mhm. Und einmal bei 5. Oder was auch immer das. Na, eins. Eins musst du wegnehmen. Das war's. Eins war zu viel. Yes. Okay, ich zeig dir mal ganz kurz, schau mal bitte zu mir, was das für ein Röhrenchaos da ist. Ah, okay. Sieht ein bisschen größer aus als bei mir. Bei mir ist es relativ. Und ich habe leicht ein bisschen den Überblick gerade verloren. Okay, das war jetzt gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Rein theoretisch geht's bei mir dann ins nächste mit einer riesigen Piranha-Pflanze. Okay. Schaut sehr gefährlich aus. Ja, das ist dann der Raum hier. Da muss man irgendwas mit Pflanzen und Farben mischen. Mhm. Willst du noch weitermachen jetzt, oder? Aber können wir jetzt da einfach aufhören? Wahrscheinlich schon, oder? Ich denke mal schon, weil am Anfang konnte man sich Kapitel aussuchen. Okay. Ist das jetzt ein neues Kapitel? Ja, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man das Farbending jetzt dann nochmal machen muss. Okay. Weil das gehört alles zu Kapitel 7, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, ohne mich weiter zu spoilern. Und das. Okay. Das ganze Gewächshaus ist Kapitel 7. Okay. Aber wenn wir das haben, haben wir
Den Großteil schon. Hör mal jetzt auf, da kommen noch zwei große Sachen scheinbar. Okay. Ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, aber im Notfall machen wir das mit den Dings nochmal. Das war jetzt nicht so schwer. Ja. Jetzt habe ich durchschaut, was ich dir sagen muss, damit du das richtig setzen kannst. Ah, perfekt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich realisiert habe, wenn ich da sage, nimm eins weg, dann, dann habe ich genug Druck da, damit sich die Fässer da. Schau, ich habe da nämlich so Fässer, die ich befüllen muss. Ah, okay. Sehr gut. Gut. Dann werden wir einfach für heute Schluss machen, hätte ich gesagt. Passt. So. Zack. Tada! Ja. Dein Partner hat dich dem Tod überlassen, steht bei mir da gerade ganz fett. Entschuldigung, ich habe nur das Spiel verlassen. Dein danke, Partner Schokolux, hat dich den Tod überlassen. Fürs Follow. Willkommen, willkommen. Nein. Ach, je. Yes. Das war's. Das war's. Mein Kopf raucht. Der Teil war definitiv schwerer. Da kommt definitiv, ja. So. Ein paar zwei davon machen wir vielleicht am Samstag dann noch vor dem Community-Dingsbums oder so in der Richtung, weil ab nächster Woche wird es dann wieder ein bisschen schwieriger, ne? Ja, irgendwann halt. Schauen wir mal. Oder am Montag könnten wir es noch hinten dran hängen, weil das. Da hast du noch keine Arbeit und ich stream dran. Also schauen wir mal. Irgendwie so in der Richtung. Also irgendwie Samstag so. Oder Montag machen wir den zweiten Teil davon. Schauen wir mal. Gut. Ansonsten bin ich dann auf jeden Fall am morgen am Nachmittag wieder mit Hawkeye Star Rail da. Also wer Lust hat, gerne vorbeischauen. Irgendwann gegen Nachmittag komme ich vorbei. Und wir machen Simulated Universe. Schauen wir mal, wahrscheinlich einen Durchgang noch. Und danach eventuell dann, ja, vielleicht irgendwelche Missionen, die noch offen sind. Das von meiner Seite. Evo, machst du noch weiter? Ja, ich mach noch weiter. Okay, passt. Was machst du denn jetzt noch Schönes? Ich werde noch wohl oder übel den Herrn Weg bemühen, dass er mich mir ein bisschen unterstützt. Okay. Sonst werde ich mit dem Spiel nie fertig. Passt. Also, für alle, die noch ein bisschen mehr Grusel-Action haben wollen. Gerne bei Evo vorbeischauen. Kann man auch mal wieder machen. Eigentlich, das muss ich nur fertig, das muss ich nur wieder vorbereiten. Das ist nicht so einfach zum Streamen, sagen wir es mal so. Was ist denn das? Ich hab's noch alle, ich hab noch Spielstand und alles ist noch da. Ah, jetzt. Ja. Zack. Aber das ist nicht so einfach zum. Also wer Lust hat, jetzt gerne noch bei Evo vorbeischauen, da gibt's noch eine Runde Alan Wake 2. Ansonsten hoffe ich, dass ihr viel Spaß wieder hattet mit zu rätseln und mitzuraten. Vor allem, weil das sehr viel schwerer war als die vorigen oder Teile. Oder uns zuzusehen beim komplett Versagen sozusagen. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Es war wirklich, man muss sagen, es ist wirklich nochmal eine Stufe schwerer. Aber schauen wir mal. Demnächst werden wir es dann fertig spielen. Eigentlich so blöd haben wir uns gar nicht angestellt. Nein, so blöd haben wir uns nicht. Aber es waren einige Sachen, die waren, ja, bodenlos. Hallöchen, Raffi, was bist du denn für ein Fonsi? Hat er dich angesteckt damit, oder was? Ja, also bitte gerne noch bei Evo vorbeischauen für Alan Wake 2 und wie gesagt, morgen gibt es bei mir Honkai Star Rail. Am Nachmittag. Also auch gerne vorbeischauen. Ansonsten sage ich danke an alle, die heute mit dabei waren. Danke auch an King, der sein Abo verlängert hat und Dr. Shento und Schokolux für die Follows. Lu Staril? Was Lu Staril? Gut, ansonsten einen wunderschönen Abend, schlaf gut und viel Spaß noch. Ich werde auch noch mit dem Chat herumlungern. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So. So. Hallo an alle aus Kiras Chat. Muss noch die Verbindung trennen vom Dingsbums. Was? Ja, aber im Video ist es noch drin. Weil ich stream ja noch. Ja, aber im Video ist es noch drin. Deswegen musste ich schnell abdrehen. Passt, ich bin weg.